widmen uns jetzt dem Komplex der Tagesordnungspunkte 23, 24 und 25, die sich alle mit dem Thema des Sachsenbades beschäftigen. Es sind zwei Vorlagen der Stadtverwaltung und ein Antrag Fraktion Die Linke. Zu der Verkaufsvorlage gibt es einen Änderungsantrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und dann drei Ergänzungsanträge, einmal CDU, einmal Die Linke und einmal von Herrn Lichti. Und wir haben noch auf dem Schirm, dass ein Rederecht nach der Bürgerbeteiligungssatzung für Frau Professor Becker besteht. Grundsätzlich haben wir ja gesagt, wir behandeln die Punkte zusammen. Es ist insofern sinnvoll, wenn wir zunächst Anträge bzw. Änderungsanträge vorstellen lassen und dann mit dem Rederecht für Frau Professor Becker beginnen und dann in die Fraktionsrunde einsteigen. Insofern die ersten Änderungsanträge betreffen die Verkaufsvorlage in 24 und da würde ich Fraktion Bündnis 90 Die Grüne um Einbringung des Änderungsantrags bitten. Frau Bischofberger macht das, genau. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss jetzt doch noch mal rascheln. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, zuerst möchte ich kurz feststellen, was der Gegenstand unserer Debatte heute ist. Wir sprechen heute von einem Herzstück dieser Stadt, einem Schlüsselgrundstück für die Entwicklung des Stadtteils. Von einer herrlichen alten Lady, die treu alle ihre Steine zusammengehalten hat und die darauf wartet, für zukünftige Generationen ihre Tore wieder zu öffnen. Mein Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern, die seit 25 Jahren mit vielen Aktivitäten und Tausenden von Unterschriften für den Erhalt und gegen den Verkauf des Sachsenbades eintreten. An dieser Stelle möchte ich mich auch ausdrücklich bei der Stesat bedanken für diese umfangreiche und beeindruckend flott erarbeitete Studie. Dem Baubürgermeister Stefan Kühn gilt mein Dank, denn er hat die Stesat-Studie nochmal in Auftrag gegeben. In der Debatte ums Sachsenbad wurden vorrangig finanzpolitische Gründe vorgebracht. Wir Grüne haben uns diesen Argumenten gestellt und sie sehr ernst genommen. Und wir haben eine Lösung gefunden in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Stesat. Nachlesen können Sie das in der Präsentation der Stesat für den Bauausschuss letzte Woche. Wir Grüne schlagen Ihnen einen Kompromiss vor. Das ist eine Kombination aus dem Basisszenario und der Variante 5. Und das ist nicht meine Lieblingsvariante. Es ist ein Kompromiss, um den Verkauf zu verhindern. So habe ich es gesehen. Wir schlagen vor, das Sachsenbad wird saniert durch die Stesat. Die wirtschaftliche Betreibung des sanierten Gebäudes kann durch die Stesat erfolgen. Das bedeutet null Zuschüsse aus dem Haushalt. Als Anbau in Verlängerung des Sachsenbades soll die von hier vielen gewünschte neue Sporthalle durch die Bäder GmbH realisiert werden. Zur Finanzierung. Unser Vorschlag basiert auf den Aussagen der Stesat, des Oberbürgermeisters und des Finanzbürgermeisters. Genaueres zur Finanzierung stellt Ihnen meine Kollegin Frau Dr. Anja Osjander vor. Das Sachsenbad belastet in unserem Vorschlag den städtischen Haushalt nicht zusätzlich. Es entstehen keine weiteren zusätzlichen Zuschüsse aus dem Haushalt und die Stadt spart Geld durch weniger Negativzinsen. Der Schwimmhallenneubau hat der Oberbürgermeister in seinem Änderungsantrag selbst vorgeschlagen. Insofern gehe ich davon aus, dass dafür Überlegungen für die Finanzierung innerhalb der Verwaltung angestellt wurden.
Und ich denke auch mit der Stesat GmbH und der Beder GmbH haben wir zwei sehr erfahrene städtische Unternehmen an unserer Seite, die bis jetzt ihre Aufgaben immer zu unserer Zufriedenheit erfüllt haben. Unser Vorschlag: Der Verbleib des Sachsenbades in kommunaler Hand hat sehr viele Vorteile. Erstens, er berücksichtigt wenigstens den seit 25 Jahren bestehenden Wunsch, aus der Bürgerschaft nicht zu verkaufen und zu sanieren. Die Stadt behält die Entwicklung des Quartiers in den eigenen Händen und wir behalten ein strategisch wertvolles Grundstück in unserer Hand. Außerdem hätte der Verbleib in kommunaler Hand große Vorteile für die gewünschte neue Schwimmhalle, denn es geht a schneller mit dem Anbau im Norden, aufgrund dessen, dass die Stadtplanung sagt, es gibt weniger städtebauliche Konflikte, es ist kostengünstiger, das können Sie in der Stesat-Studie sehen, und es ist sparsamer im Flächenverbrauch. In unserem Vorschlag könnte der Leichtathletik-Sportplatz erhalten bleiben. Wir schlagen Ihnen eine Lösung vor, die auf Ihre Argumente eingeht. Wenn jetzt immer noch jemand argumentiert, dass wir wegen Corona und aus haushalterischen Gründen das Sachsenbad verkaufen müssen, kann ich Ihnen sagen, niemand wird es verstehen, nachdem Sie in der letzten Sitzung Millionen für den Fernsehturm beschlossen haben. Zum Antrag der CDU, dass Sie nun unsere Ideen eines Stadtteiltreffs, kommunale Nutzungen, die Räumlichkeiten für das Heinrich-Schütz-Konservatorium im sanierten Sachsenbad vorschlagen, ist wunderbar für einen Stadtteil, super, lässt mich finanzpolitisch etwas verwundern. Ihre Fraktion hat die Bedingungen aufgestellt, es dürfen keine zusätzlichen Mittel aus dem Haushalt fließen, und genau diese beantragen Sie nun in Ihrem Antrag. Mir stellt sich die Frage, wenn Sie das Glück hätten, ein Haus zu besitzen, würden Sie Ihr Haus verkaufen und dann wieder einziehen und zur Miete zahlen? Ausdrücklich möchte ich mich bei meinen Fraktionskollegen Thomas Löser und Thorsten Schulze bedanken, die mich von Anfang an in meinem Engagement für das Sachsenbad unterstützt haben. Und mein Appell an Sie jetzt: Nehmen Sie das Bürgerengagement ernst, sichern Sie Grund und Boden für zukünftige Generationen. Vielen Dank, Frau Bischofberger. Der nächste ist der Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion. Herr Böhm, bitte. Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, kurze Bemerkung zu Frau Bischofsberger: Wenn Sie die Ergebnisse des Bürgerforums ernst nehmen würden, dann würden Sie ja wissen, dass die Variante 1 null Zustimmung gekriegt hat und es nur Ihrem Wunsch entspricht, dass statt in einem Schwimmbad dort nun doch das Konzept des Investors einfach nur kopiert wird. Aber zu den anderen Dingen werde ich dann in der anderen Runde was sagen. Jetzt zu unserem Ergänzungsantrag. Der Oberbürgermeister hat uns in Pieschen und auch dem Stadtrat die Hand gereicht bei dem Thema und hat einen Vorschlag gemacht, wie wir zur gleichen Zeit das Sachsenbad nicht abreißen, nicht weiter verwahrlosen lassen. Das Kleinod, von dem Sie gesprochen haben, Frau Bischofsberger, ist unter wechselnden Mehrheiten, und das ist nicht nur die CDU, die hier in den letzten 25 Jahren Mehrheiten hat, es waren ganz unterschiedliche Bürgermeister, es waren ganz unterschiedliche Mehrheiten im Stadtrat. Es ist verkommen, dieses Kleinod, und wenn wir nicht heute hier eine richtige Entscheidung treffen, indem wir sagen, okay, hier gibt es jemanden, der kann das, der wird das bringen, der hat sowas schon gemacht, dann wird es sehr wahrscheinlich weiter vor sich hin sein Schicksal fristen. Denn ob das, was Sie wollen, zum Schluss irgendwann umgesetzt wird von Stesat und vom Oberbürgermeister, steht völlig in den Sternen. Wir möchten hier heute eine klare Lösung für das Sachsenbad, für das Gebäude Sachsenbad, denn eine Sanierung, denkmalschutzgerecht, können private Investoren genauso wie die Kommune. Das haben Sie an vielen Stellen dieser Stadt bewiesen. Es gibt überhaupt keine Gründe, warum wir da ins Risiko gehen müssen. Und Sie wissen doch selber, Frau Bischofsberger, dass
die Stesat uns auf Nachfrage erklärt hat, dass erhebliche Risiken in der Sanierung drin stecken. Und 16 Millionen, die Sie angedacht haben, vielleicht möglicherweise niemals ausreichen. Und weiterhin ist auch bei rausgekommen, dass keine vertiefte Prüfung von der Stesat gemacht wurde, wie denn wirklich die Bedarfe sind in Sachen Gewerberäumen, in Sachen Praxen. Wir wissen von der Landesärztekammer, dass es null Bedarf gibt für Praxen. Und wenn Sie mal Ihren Blick in Pieschen schwenken lassen, sehen Sie, wie viel Leerstand wir haben an Gewerbe- und an Büroflächen. Der Investor von Marina Garten oder Pushkin Park, wie Sie es nennen, bittet uns händeringend darum, und ich glaube, wir haben das Thema im nächsten Bauausschuss, bittet uns händeringend, dass wir ihm im Erdgeschoss keine Gewerbeflächen zumuten, sondern dass er Wohnbebauung machen kann. So viel zum Thema. Wir möchten also gerne diese aus meiner Sicht große Peinlichkeit im Bauausschuss, dass sich zum Schluss niemand für ein Schwimmbad in Pieschen erwärmen konnte, für ein neues, die möchten wir ein Stück weit heilen und stellen deshalb das, was der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat, nämlich dass bis zum Jahresende ein Finanzierungs- und Realisierungskonzept für einen Neubau vorgeschlagen wird, das stellen wir hier wieder heute zur Abstimmung. Das Ganze möchten wir natürlich ein Stück weit ergänzen, denn wir haben im Gegensatz zu Ihnen, so wie ich das feststelle, zugehört, was die Bürger bei der Bürgerveranstaltung wollten. Klar können wir nicht alle Wünsche erfüllen, aber wir möchten sagen, bitte prüfen Sie, wenn dann die weiteren Studien kommen, ob wir dort nicht vielleicht ein Reha-Becken einordnen können, um auch diesem Wunsch der Bürger Rechnung zu tragen. Wir möchten, dass mit dem Erwerber Gespräche geführt werden, ob man in dem sanierten Gebäude Sachsenbad ein Stadtteilzentrum, eine Kegelbahn oder Plätze fürs Puppentheater oder Hauskorb bereitstellen werden können. Das möchten wir, dass mit ihm Gespräche geführt werden. Und wir möchten natürlich, dass im Rahmen des Verkaufs des Sachsenbades klar mit dem Erwerber geregelt wird, dass zukünftig alle Baulasten, die da entstehen könnten, dinglich gesichert werden. Wir möchten auch, dass ein B-Plan schnell aufgestellt wird, damit man dort zu einem Ergebnis kommt. Und das Wichtigste, und das ist für mich eigentlich das Schöflichste an der ganzen Stesat-Studie, das muss man hier mal ganz klar sagen, wenn ein Sportverein wie Tour Dresden aus der Zeitung erfährt, dass da was passieren soll und niemand mit ihnen gesprochen hat, dann ist das eine ganz schwierige Nummer. Und Sie sagen, ja, die Leichtathletikflächen könnten so bleiben, aber wenn das Schwimmbad denn hinten angeordnet wird, dann gibt es ein Problem mit den Tennisplätzen, mit dem Faustballplatz und, und. Deswegen möchten wir, dass sich vorsorglich, unabhängig davon, wo jetzt vielleicht wirklich das Sachsenbad dann hinkommt, weil der Oberbürgermeister sagt ja in der Nähe, es gibt also auch andere Optionen wie Hufewiesen oder Heidestraße oder beispielsweise auch neben dem alten Schlachthofgelände, wo man das machen könnte. Wir möchten, dass er sich auf jeden Fall mit dem Sportverein ins Benehmen setzt. Und das Ziel soll dabei sein, dass die Sportangebote, die derzeit vorhanden sind, auch zukünftig weiter angeboten werden. Bitte stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Ich lade Sie recht herzlich ein, sonst stehen wir zum Schluss als Pieschner alle mit leeren Händen da. Danke. Vielen Dank. Wir haben einen Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke. Herr Schollbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, lange sah es ja so aus, als hätte dem Sachsenbad das letzte Stündlein geschlagen. Nun haben wir wirklich in den letzten Monaten erleben können, dass noch mal richtig Bewegung in die Debatte gekommen ist. Die Stesat hat eine Variantenuntersuchung durchgeführt, uns mehrere Vorschläge unterbreitet. Es hat ein Bürgerforum stattgefunden, das sehr, sehr interessant war. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich mit diesen Varianten beschäftigt und sie haben uns als Stadtrat eine ganz klare Empfehlung abgegeben. Diese Empfehlung lautet erstens, das Sachsenbad soll nicht verkauft werden. Zweitens, es soll nicht umgebaut werden zu einem Bürogebäude und drittens, es soll wieder Wasser ins Bad. Und ich sage Ihnen, wir sollten diese Empfehlung der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Das Bürgerforum darf keine Alibi-Veranstaltung gewesen sein.
Und wenn wir es ernst nehmen, dann ist doch ganz klar, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wir haben doch die Beispiele in der Stadt, wo, wenn es einen politischen Willen gab, wo dieser dann auch umgesetzt worden ist. Und da hat es dann nicht an Geld gefehlt. Ich verweise einmal auf das Verwaltungszentrum. Da gab es nicht etwa eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, die sich sehnlichst ein neues Verwaltungszentrum gewünscht hat. Das war ein Wille hier im Rat. Und dann wurde ein riesiger Millionenbetrag dafür bereitgestellt. Oder auch beim Fernsehturm, der wird nun wiederum gewollt von vielen Menschen. Und der wurde auch von einer Mehrheit im Stadtrat gewollt und dann wurde das entsprechende Geld bereitgestellt. Und deshalb sagen wir, wir sollten auch diesem Willen, der in der Bevölkerung ganz klar da ist, jetzt hier zu einer politischen Mehrheit verhelfen. Und wir von der Linken haben da eine ganz klare Position. Wir wollen ganz genauso, wir wollen verhindern, dass es verkauft wird und wir wollen es wieder sanieren. Und deshalb haben wir Ihnen unseren Antrag heute vorgelegt, der zum Zweck hat, den Verkauf zu verhindern. Wir wollen nicht, dass unser kommunales Eigentum verscherbelt wird. Wenn das Sachsenbad einmal verkauft wird und einmal verkauft ist, haben wir keinen Einfluss mehr auf das, was dort passiert. Das ist eine Illusion und der sollten wir uns nicht hingeben. Und deshalb ist eine ganz wesentliche Prämisse, dass wir dafür werben, dieses wunderbare Gebäude nicht zu verkaufen. Es ist ein Musterbeispiel der Architektur der neuen Sachlichkeit. Es ist eine architektonische Perle. An dieser hat der Zahn der Zeit genagt. Aber der Zahn der Zeit konnte nur deshalb daran nagen, weil über ein Vierteljahrhundert nichts passiert ist. Und das wollen wir jetzt ändern, meine Damen und Herren. Und wir schlagen Ihnen vor, dass die Stadtverwaltung jetzt endlich mal beginnt, wesentliche Punkte zu realisieren. Man hat sich nämlich überhaupt nicht gekümmert um die Akquirierung von Fördermitteln. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sage nur mal, die Denkmalförderung des Freistaates Sachsen, das Denkmalpflegeprogramm, national wertvolle Kulturdenkmäler des Bundes, die städtebauliche Erneuerung in Sachsen und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. All das sind Möglichkeiten, wo wir Geld für das Sachsenbad gewinnen können. Ein zweiter Punkt, wo wir sagen, das würden wir gern einmal geprüft haben. Der Finanzbürgermeister hat uns jetzt für eine wichtige Investition im Zoo erklärt, die Stadt solle ein Darlehen dem Zoo geben, weil wir ansonsten Strafzinsen auf unsere vorhandenen Mittel auf den städtischen Konten zahlen müssten. Das wäre doch auch ein guter Ansatz für diese wichtige städtische Investition Sachsenbad. Und deshalb sagen wir, was für den Zoo geht, geht auch für ein Bad. Und deshalb wollen wir das gern geprüft haben. Nun ist der Oberbürgermeister dahergekommen. Der Oberbürgermeister sagt Folgendes: Lieber Stadtrat, verkaufe mal jetzt sofort das Sachsenbad und dann verspricht er uns, in ferner Zukunft gibt er uns ein windiges Versprechen, dass eventuell, möglicherweise irgendwo in Pieschen ein Bad gebaut werden könnte. Also das ist uns zu windig, diesen Weg werden wir deshalb nicht mitgehen, meine Damen und Herren. Das ist Windbeutelpolitik und da lassen wir uns nicht drauf ein. Wir wollen hier Nägel mit Köpfen machen und einen klaren Kurs einschlagen. Und deshalb werbe ich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, stoppen wir die Verkaufspläne und bringen wir heute eine Sanierung des Sachsenbades auf den Weg. Denn das ist der Wille, den die Pieschener und Pieschenerinnen dem Stadtrat aufgetragen haben. Das ist der Handlungsauftrag und den sollten wir umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schollbach. Wir haben einen weiteren Ersetzungsantrag. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger am Livestream. Worum geht es? Das bedeutende Baudenkmal Sachsenbad muss saniert werden. Genau das, aber auch nicht mehr.
Es ist schon gesagt worden, es ist der Bürgerinitiative zu verdanken, dass das Thema Sachsenbad auf der politischen Agenda gehalten worden ist. Und ich sage es auch, ich bin der BE dankbar, dass sie das erste Bürgerforum nach der Bürgerbeteiligungssatzung durchgesetzt hat. Es ist dem ausgeschiedenen Baubürgermeister Rausch mit Lamontagne zu verdanken, dass nach über 20 Jahren Stillstand mit der Verkaufsvorlage des Oberbürgermeisters endlich Bewegung in die Sache gekommen ist. Und es ist dem jetzigen Baubürgermeister Stefan Kühn zu verdanken, dass jetzt auch Konzepte der Stesat für eine Sanierung in städtischer Hand vorliegen. Aus meiner Sicht, und ich spreche hier nur für mich, für meine Person, muss der Erhalt und die Sanierung des Sachsenbads das erste Ziel sein. Wenn diese Sanierung in städtischer Hand ohne dauerhafte Zuschüsse möglich ist, umso besser. Was nicht geht, ist eine Lösung, die die Stadt dauerhaft zu erheblichen Zuschüssen verpflichtet. Obwohl es nachvollziehbare Zweifel, lieber Veit Böhm, an der Machbarkeit des Verbietungskonzepts der Stesat gibt, meine ich, das Sachsenbad verdient diese Chance. Und im Bauausschuss ist zu Recht gesagt worden, wir haben hier die Chance, eine hervorragende Adressbildung mit diesem hervorragenden Bauwerk an dieser Stelle. Und diese Stelle, dieser Ort kann auch durchaus noch weiterentwickelt werden in diesem Sinne. Die Stesat hält die Kalkulation des Käufers von 9 Millionen für zu niedrig und sieht Kosten von 16 Millionen Euro vor. Und ich glaube, dass die Wahrheit eher bei der Stesat liegt. Je nach der Höhe des städtischen Investitionsschusses steigt die Wirtschaftlichkeit des Konzepts. Ich werbe daher dafür, das Sachsenbad nicht zu verkaufen, sondern nach dem Basisszenario der Stesat als Büro-, Wellness- und Saunaeinrichtung zu sanieren. Wenn die Stadt jetzt zur Vermeidung von Negativzinsen 12 Millionen Euro zusätzlich für ein tierquälerisches Orang-Utan-Haus zur Verfügung stellen will, kann sie auch 2 bis 3 Millionen zusätzlich für das Sachsenbad bereitstellen. Leider hat die Bürgerinitiative und die vorherrschende politische Debatte die Frage der Sanierung immer mit der eines Schwimmbads verknüpft. Dabei war von Anfang an klar, dass die Sanierung eines Schwimmbeckens im Sachsenbad unverhältnismäßig teuer ist, ohne auch nur annähernd ausreichend Wasserfläche zu schaffen. Daher soll jetzt ein neues Hallenbad angebaut oder auf dem Gelände neu gebaut werden. Das ist der grüne Antrag. Das soll aber zusätzlich 11 bis 13 Millionen Euro kosten. Das wären dann insgesamt 27 bis 29 Millionen Euro. Die Kostenberechnungen der Stesat zeigen eindeutig, dass dies eben nicht ohne dauerhafte Zuschüsse in erheblicher Höhe geht. Und Frau Bischofberger hat es in ihrem Redebeitrag anders dargestellt. Ich muss hier ausdrücklich widersprechen, sie irrt hier. Der OB und die CDU wollen nun das Sachsenbad verkaufen und versprechen dem Bad einer neuen Schwimmhalle. Und dies widerspricht aber dem Sportkonzept von 2019, das ein Bad an der Harcourtstraße vorsieht. Und ich höre jetzt schon die Einwände vom Kollegen Engel oder von anderen, der dann darauf hinweist, dass die Wortgruppe Harcourtstraße auch das Sachsenbad meine und im Übrigen wolle die Bahn das Gelände ja gar nicht verkaufen. Fakt ist, dass das nach breiter Debatte verabschiedete Sportkonzept jetzt eben mal nebenbei über den Haufen geworfen werden soll. Zudem hat sich die Stadt niemals ernsthaft um einen Erwerb der Harcourtstraße bemüht. Im Gegenteil, seit Jahren torpediert der Oberbürgermeister und seine Verwaltung diesen optimalen Standort für ein Hallen- und Freibad, weil er dort lieber Gewerbe ansiedeln möchte. Was der ÖB und auch die CDU will, ist klar. Das Sachsenbad endlich verscheuern, die Harcourtstraße für Gewerbe freispielen und den Bau eines Hallenbads auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Fein ausgedacht. Selbst wenn ein Bad am Sachsenbad gebaut werden würde, wäre es viel zu klein. Wir brauchen nicht nur ein kleines Hallenbad, sondern auch ein Freibad in der Neustadt und für Pieschen. Leider ist die Debatte um das Sachsenbad jahrelang einseitig und ich sage klar, unehrlich geführt worden. Der BI kann man das am wenigsten vorwerfen, da sie die Pieschener Interessen vertritt. Was ich ihr aber durchaus übel nehme, ist, dass sie so tut, als ob sie auch die Interessen der Neustadt vertreten würde. Die Anträge der großen Fraktion lösen das Problem nicht, sondern münden wahrscheinlich in einer Pattsituation mit dem Ergebnis, dass dann doch verkauft wird. Ich meine, ich muss hier meine Pflicht tun und ich denke, ich habe sie getan, wenn ich diesen Antrag hier an dieser Stelle stelle. Ich möchte gerne tatsächlich die Sanierung nach dem Basisszenario hier ausdrücklich zur Abstimmung stellen. Und zu guter Letzt,
Manchmal ist es eben so, dass der Platz zwischen allen Stühlen der einzig mögliche und einzig richtige Platz ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lichti. Damit sind alle Änderungs- und Ergänzungsersetzungsanträge eingebracht und wir können in die Debatte einsteigen. Und wie vereinbart, beginnen wir mit dem nach Bürgerbeteiligungssatzung bestehenden Regelrecht. Und ich darf Frau Professor Becker herzlich begrüßen, Sie nach vorne bitten. Sie kennen das Szenario schon, wissen, wie es hier in der Messe funktioniert. Nochmal herzlich willkommen und das Mikrofon gehört Ihnen. Bitte sehr. Wow. Nach all dem, was jetzt hier gerade so nach links und rechts ausgeteilt wurde, darf ich für die BI sprechen. Diese Bürgerinitiative, die schon im Namen natürlich diesen Titel hat, endlich Wasser ins Sachsenbad. Ganz richtig ist gesagt worden, wir vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Pieschen. Das Bürgerforum war ein stadtweites Angebot. Die Leute, die zu uns kommen und das Sachsenbad sich wieder als Bad wünschen, sind Bürgerinnen und Bürger, die heute in der ganzen Stadt wohnen, die zum Tag des offenen Denkmals dorthin kommen und die uns ihre Geschichten erzählen. Und es berührt mich immer sehr emotional, dass sie das tun, dass sie das nach 25 Jahren noch tun. Ich glaube auch, das ist die Aufgabe einer Bürgerinitiative. Das ist nicht ihre Aufgabe, aber es ist unsere, dass wir hinhören und dass wir das versuchen weiterzugeben. Ich habe eine Rede hier vorbereitet, die in vielen wiederholt, was schon gesagt wurde. Und trotzdem werde ich die jetzt vortragen und vielleicht als Hintergrund. Wir sind überfraktionell. Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da. Ja, und ich werbe und wir werben für jede einzelne Stimme von Ihnen, die sich tatsächlich mit diesem Baudenkmal Sachsenbad auseinandersetzen will und es erhalten will für Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Der Zustand des Sachsenbades ist erbärmlich. Er ist eigentlich nicht mehr so hinzunehmen und Sie alle haben recht, es muss etwas passieren. Beim Bürgerforum zur Zukunft des Sachsenbades am 19. April kamen Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Eine überwältigende Mehrheit weiß ganz genau, was sie will. Die Revitalisierung des Sachsenbades als Bad. Und zwar auch, weil es die naheliegende, die realistische Option ist, nach 25 Jahren im Dresdner Nordwesten bald wieder schwimmen gehen zu können. Das Gebäude steht da einfach. Ja, die Wasserfläche im Sachsenbad ist sehr begrenzt. Aber der Spatz in der Hand ist eben manchmal besser als die Taube auf dem Dach. Die Empfehlung des Bürgerforums sieht auch den Anbau des Sportbades im Norden vor, als zweiten Schritt. Und zwar deshalb, weil offensichtlich ist der Bedarf, die Synergie mit der Nutzung des Sachsenbades und die Kostenreduzierung für den Neubau einer Schwimmhalle. Kein Verkauf des Sachsenbades, Sanierung des Sachsenbades als Gesundheitsbad und Neubau eines Sportbades als Erweiterung nach Norden. Das ist das Ergebnis des Bürgerforums. Und ganz ehrlich, das konnte niemanden wirklich überraschen. Es hat die jahrelang vorgebrachten Forderungen der Bürgerinitiative bestätigt. Wir wollen, dass das Votum des Bürgerforums, und zwar in allen drei Punkten, nicht nur zur Kenntnis genommen wird, sondern ernsthaft bei der politischen Meinungsbildung Berücksichtigung findet. So steht es in der Satzung, die dieser Stadtrat beschlossen hat. Der Stadtbezirksrat Beirat Pieschen hat in seiner Sitzung vom 4. Mai genau das getan. Über alle Fraktionen hinweg wurde bei nur 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen das eindeutige Votum des Bürgerforums anerkannt. Und in seiner Beschlussempfehlung für den Stadtrat heute fordert er diesen auf, Zitat, dem Bürgerwillen im Sinne des gewählten Szenario 3 Folge zu leisten und das Sachsenbad somit im städtischen Eigentum zu belassen und zu einem Gesundheitsbad mit angegliedertem Schwimmbad auszubauen. Auch ein klares Votum. Derzeit gibt es aus unserer Sicht keine anderen realistischen Pläne, wo die für den Dresdner Nordwesten beschlossene Schwimmhalle alternativ zum Standort Sachsenbad entstehen könnte und was dieses Grundstück kosten würde. Und die Bedenken sind sehr groß,
Weitere Jahrzehnte könnten ins Land ziehen, bis aus dem vagen Versprechen ein Schwimmbad für die Enkel und die Kinder wird. Und die meisten von Ihnen wissen, wie schnell die Kinder groß werden. Jeder, der heute vorgibt, dass es eine Schwimmhalle neben einem privat betriebenen Sachsenbad geben kann, tut das, obwohl das derzeit gar nicht wirklich abzusehen ist. Grundsätzlich planungsrechtliche Hürden und Bedenken wurden schon beim Bürgerforum von der Verwaltung benannt. Der Bestandsschutz des Sportplatzes entfällt bei der Neuordnung. Das hat mit dem Baurecht zu tun und nicht nur mit dem neuen privaten Eigentümer. Aber auch der kann natürlich, auch bis in alle Zukunft, gegen alle Veränderungen im Umfeld des Sachsenbades sich wehren, zumindest die Maßnahmen verzögern oder sogar verhindern. In den letzten Tagen gab es bei Ihnen allen intensive Beratungen. Und wir wollen allen danken, die sich diesen Beratungen nach diesen vielen Jahren auch gestellt haben. Es ist ja eine hitzige Debatte, weil wir einfach so lange schon miteinander um die Zukunft des Sachsenbades ringen. Und in den vielen gemeinsamen Jahren, und wir kennen uns ja in Teilen wirklich sehr, sehr lange, hat sich aber doch auch vieles geändert. Die finanzielle Situation der Stadt ist heute doch eine andere als zu Zeiten der Schließung vor über 25 Jahren. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung vor noch 20 Jahren hat sich in der Stadt, insbesondere auch in Pieschen, ins Gegenteil verkehrt. Es gab Zeiten, in denen Immobilien und Grundstücke erschwinglich schienen. Heute ist trotz intensiver Suche kein Grundstück für eine städtische Schwimmhalle zu finden, verfügbar oder auch bezahlbar. Heute gibt es Verwahrzinsen für Geld, das nicht ausgegeben werden kann. Das konnte man sich vor ein paar Jahren, glaube ich, gar nicht vorstellen. Auch Corona hat den Blick auf das nächste Umfeld, auf die eigene Gesundheit und die der anderen geschärft und die Bedeutung eines generationsübergreifenden Zusammenhalts vor Augen geführt. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen Sie heute entscheiden. Und es sind maßgebliche andere als vor Jahren. Auch in Corona-Zeiten zeigt sich die Stadt handlungsfähig. Projekte wie das Steierstadion, der Fernsehturm oder vielleicht auch das Affenhaus im Zoo, sie werden diskutiert, sie werden verhandelt. Und auch hierfür können Finanzierungen aufgestellt und beschlossen werden. Und genau so wird es auch für das Sachsenbad sein. Dringende Empfehlung des Bürgerforums ist es, das Sachsenbad keinesfalls zu verkaufen. Das war eindeutig für alle, die da waren. Und nichts steht in diesen Zeiten für den Verkauf einer Immobilie mit vielen Quadratmetern Nutzfläche. Die sogenannte Basisvariante der Stesat ohne die Schwimmbadnutzung belastet den Haushalt nicht zusätzlich. Ein Darlehen an die Stesat spart Verwahrzinsen und nach 30 Jahren, wie beim eigenen Haus auch, sind die Kredite abbezahlt. Grundstück und Immobilie aber bleiben in kommunaler Hand. Die Potenziale des Geländes, und das wurde auch hier schon heute angesprochen, sind schon heute bei weitem mehr wert als der Verkaufserlös. Allein die Ersparnis, eine Schwimmhalle im Norden anzubauen, ist höher als der Verkaufserlös. Bereits heute gibt es Bedarf an Räumen städtischer Gesellschaften. Und es wurde ja auch schon zitiert, das Heinrich-Schütz-Konservatorium. Mit dieser Variante erwirtschaftet die Stesat mit dem Sachsenbad Gewinne. Und beim Betrieb der Schwimmhalle können sogar Betriebskosten eingespart werden. Das Sachsenbad ohne Wasser stellt sicherlich nur eine Minimalvariante dar. Und die vorgesehenen Saunabereiche sind nur wenig tröstlich. Aber diese Variante sichert das Sachsenbad als kommunales Erbe für zukünftige Generationen. Auch die können dann neu entscheiden, was sie mit dieser Immobilie vielleicht tun werden. In dieser Variante muss natürlich sichergestellt werden, dass die Schwimmhalle im Norden zeitnah angebaut wird. Denn niemand will sich auch nur vorstellen, dass auf diesen Schwimmhallenanbau dann 10 Jahre gewartet werden muss. Ja, wir können nicht alle Wünsche erfüllen, die in diesem Bürgerforum geäußert worden sind. Das hat vielleicht auch da gar niemand wirklich geglaubt. Aber von diesen vielen Wünschen, die so eindeutig formuliert worden sind, kann man eben einige durchaus erfüllen, und zwar im Sinne dieser Stadt. Das Sachsenbad in kommunaler Hand, die Sanierung des Sachsenbades. Und natürlich kann es einen Neubau eines Sportbades als Erweiterung nach Norden geben.
Beides zusammen also, das Sachsenbad mit den Saunabereichen entsprechend der Basisvariante in den Händen der Stehsaat und als Ergänzung der Anbau einer Schwimmhalle. Das wäre aus unserer Sicht ein guter Kompromiss, der bei Weitem vielen Wünschen dieser Bürgerinnen und Bürger Rechnung trägt. Und deshalb möchten wir Sie bitten, berücksichtigen Sie diese Bürgerwünsche. Setzen Sie sich für den Erhalt des Sachsenbades in kommunaler Hand ein. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Professor Becker. Wir treten damit in die Fraktionsrunde ein. In der Fraktionsrunde beginnt Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Usermer. Herr Zastrow, diese Rede halte ich für Sie. Ich halte sie auch für Herrn Dr. Brauns. Vielleicht hört er sie ja draußen. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben jetzt 5 leidenschaftliche Reden zum Sachsenbad gehört. In meinem Kopf fängt es schon an zu schwirren, wie es sieht es wohl in Ihren Köpfen aus. Ich möchte nur einen Punkt dieser Debatte hinzufügen und dabei dem geschätzten Kollegen Herrn Böhm vehement widersprechen. Es ist sehr klug, das Sachsenbad nicht zu verkaufen. Worum es geht, sehen Sie hier auf der Folie 1. Dazu ist schon viel gesagt worden, zu den ganzen sportpolitischen, quartiersentwicklungspolitischen, städtebaulichen Aspekten. Ich möchte nur noch einmal auf den haushalterischen, finanzpolitischen Aspekt eingehen. Denn selbst wenn Sie mit der einen oder anderen Entwicklungskonzeption Ihre Bauchschmerzen haben oder sie gar nicht wollen, an den haushalterischen Fakten kommen wir nicht vorbei. Diese Zahlen hat die Stehsat am vergangenen Mittwoch im Bauausschuss vorgestellt. Sie sind aber möglicherweise nicht bei allen Fraktionen durchgedrungen, weil die Debatte um das Sachsenbad ja schon so lange dauert und wir glauben, wir haben schon eine festgefasste Meinung dazu. Deswegen möchte ich sie hier noch einmal erläutern. Sie sehen hier die Kostenkalkulation für die Sanierung des Bestandsgebäudes mit einem Wellness-Sparbereich im Erdgeschoss und mit Gewerberäumen im ersten und zweiten Obergeschoss. Und anders als Herr Böhm es darstellt, ist hier das Vermietungskonzept ja noch gar nicht fixiert. Es geht erstmal nur um die allgemeine Nutzung. Das kann sehr wohl auch den Bedarfen im Stadtteil und für das Quartier entsprechen. Für diese Sanierung hat die Stehsat 16,6 Millionen Euro an Kosten ermittelt. Und anders als Herr Böhm es darstellt, wissen wir alle, die Stehsat kann rechnen. Das hat sie am Schulcampus Tolkewitz gezeigt, das hat sie beim Kraftwerk Mitte gezeigt. Und es ist kein Zufall, dass der Oberbürgermeister jetzt den Neubau des Verwaltungszentrums ebenfalls der Steuerung durch die Stehsat in die Hände gibt. Musik kommt in diese Rechnung, die Sie hier sehen, nun durch die besondere Lage der städtischen Finanzen. Darauf hat Frau Professor Becker schon hingewiesen. Wir müssen derzeit Verwahrentgelte dafür bezahlen, dass wir so klug waren als Stadt, Rückstellungen für Aufgaben aufzubauen, die erst in einigen Jahren auf uns zukommen. Wenn wir aus diesen Rückstellungen, ähnlich wie beim Projekt für den Zoo, der Stehsat einen Kredit zur Verfügung stellen, um das Sachsenbad zu sanieren, sparen wir Verwahrentgelte. Obendrein zahlt die Stehsat Zinsen an die Stadt. Und zwar aus den Mieteinnahmen nach der Sanierung. Die entscheidende Stellschraube in dieser Rechnung ist die Höhe des Zinssatzes, den die Stadt von der Stehsat verlangt. Haushaltsrechtlich und auch finanzpolitisch, steuerrechtlich, dürfen wir keine versteckten Vergünstigungen an die Stehsat geben. Wir müssen marktübliche Konditionen verlangen. Aber die Zinsen auf dem Markt sind derzeit sehr niedrig. Das sehen wir an der Baufinanzierung für das neue Verwaltungszentrum. Dort zahlt die KID als Bauträger
in der Größenordnung von 0,71%, das ist hier eingetragen. Diese Zahl hat die Stesat nun als plausible Größe in ihre Kostenkalkulation für das Sachsenbad eingegeben und mit den möglichen Mieteinnahmen abgeglichen. Das Ergebnis? Schon im ersten Jahr des Betriebs würden die Mieteinnahmen im sanierten ehemaligen Sachsenbad die Finanzierungskosten übersteigen. Das ist, worauf Herr Schollbach hingewiesen hat, worauf Kathi Bischofberger hingewiesen hat. Sie sehen, das Sachsenbad zu behalten, rechnet sich für die Stadt. Zumal, wenn wir die Wertsteigerung des Grundstücks in den kommenden Jahren berücksichtigen. Und das heißt für unsere Entscheidung für den Verkauf, wenn wir angesichts solcher Zahlen das Sachsenbad aus der Hand geben, schädigen wir das Anlagevermögen unserer Stadt. Das Sachsenbad ist ein Pfund, das wir behalten müssen, schon aus Gründen der haushaltspolitischen Vernunft. Diese Rede, Herr Zastrow, halte ich für Sie und auch für Sie, Herr Dr. Brauns, weil Sie, Herr Dr. Brauns, vor einigen Wochen im Finanzausschuss ein eindringliches Plädoyer für mehr Solidität in unseren Anträgen gehalten haben. Und das erfüllen die Anträge von Grünen und von Herrn Lichti, denn die plädieren für die Erhaltung dieses Pfundes. Und Sie, Herr Zastrow, haben uns motiviert, diesen Antrag so voranzutreiben, mithilfe der Linken, denn deren Millionen steht hier drin als Sanierungszuschuss und macht die Rechnung erst positiv, und mit der tatkräftigen Unterstützung von der SPD, besonders Dana Frohwieser und Stefan Engel, möchte ich danken. Sie aber, Herr Zastrow, haben vor einigen Monaten hier im Rat eine flammende Rede gehalten. Da ging es um die Neugestaltung des Promenadenrings. Und mit großer Überzeugungskraft forderten Sie mehr Mut, Gestaltungswillen. Hier und heute, Herr Zastrow, wollen wir Ihre Worte mit Leben füllen, denn selbst in seinem aktuellen verwahrlosten Zustand strahlt das Sachsenbad noch immer die architektonische Kühnheit aus, die unsere Altvorderen in diesen Bau gesteckt haben. Und wir sollten heute gemeinsam dieses Erbe würdigen und wahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Osiander. In der Fraktionsrunde als nächstes die CDU-Fraktion. Herr Böhm nochmal. Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich müsste ich jetzt sagen, alles gut, toll, liebe Kollegen, super. Nur wie gesagt, was gehört zur Ehrlichkeit? Es geht schon los, ich habe es vorhin schon angesprochen, im Bauausschuss hat die Stesat ganz klar gesagt, auf Nachfrage, da sind erhebliche Risiken drin in der Sanierung, da können ganz schnell 2, 3, 4 Millionen mehr stehen. Und sie hat auch gesagt, sie hat überhaupt noch keine Umfeldanalyse vorgenommen. Sie hat noch gar nicht geprüft, ob sie diese Flächen überhaupt vermietet kriegt. Und ich sage mal ganz zum Schluss, liebe Grüne, es ist sowas von schoflich, einfach das Konzept eines Investors zu kopieren, den hier eine Ausschreibung zu machen, eine Konzeptausschreibung zu machen und sich dann hinzustellen, das Konzept einfach zu kopieren, eine Larifari-Studie machen zu lassen. Die Stesat hat klar gesagt, das ist noch nichts Fundiertes. Und wenn Sie damit zu einer Bank gehen würden, mit dieser Studie der Stesat, der Kollege sagt es. Also, die Zahlen, die hier stehen, die zweifle ich stark an. Und dann vergessen Sie eins zu sagen, von der 1 Million Mieterlöse, die da stehen, wie viel zahlt denn die Stadt davon selber? Das ist doch die Frage, wie viel zahlt davon die Stadt selber? Das ist der springende Punkt an der ganzen Geschichte. So, jetzt vielleicht nochmal zu den Anträgen. Oder fangen wir erstmal an mit dem Bürgerforum. Liebe Bürgerinitiative, ich bin schon sehr erstaunt, wie Sie sich jetzt winden und auf einmal als Bürgerinitiative Wasser in Sachsenbad auf einmal dem, was niemand wollte,
beim Bürgerforum, nämlich ein Verwaltungs- und Mehrzweckgebäude zu errichten, jetzt auf einmal das als Variante zu nehmen und sagen, ja, das ist toll. Und wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass die Sanierung des Sachsenbades plus Anbau von dem neuen Schwimmbad durch die Stadt schneller geht, als ein neues Schwimmbad zu bauen? Wie kommen Sie auf die Idee? Wir haben 25 Jahre, haben wir hier nur diskutiert, und zur Wahrheit gehört eins, wir als CDU waren die, die hier den Aufschlag gemacht haben, mit einem Antrag vor 6 oder 7 Jahren und gesagt haben, hier muss endlich was passieren. Und da haben wir mit den Grünen und auch mit der Bürgerinitiative damals hart gerungen, damit sie der Sache überhaupt zugestimmt haben. So schaut es aus. 2 Anträge haben wir zu dem Thema gebracht, dass es hier heute so kommt. Das ist der springende Punkt. Und vielleicht jetzt noch mal zu ein paar Punkten des Bürgerforums. Ich hatte es schon gesagt, wir haben einige von den Dingen aufgenommen. Alle Wünsche sind nicht umsetzbar. Das Reha-Schwimmen, was wichtig war, das möchten wir gerne, wenn es irgendwie geht, mit rein in den Schwimmbadneubau. Das macht sicherlich Sinn. Ich muss aber auch klar sagen, es ist auch ein Fehler der Verwaltung gewesen, das muss man an der Stelle den Oberbürgermeister ein Stück in die Pflicht nehmen, dass man bei dem Bürgerforum den Bürgern nicht klar gemacht hat, wie eng die Spielräume der Stadt sind. Und es ist nämlich alles Geld, was wir zurückzahlen müssen, was wir uns leihen. Ich war gestern in der Lenkungsgruppe Stadtbahn 2020, da sprachen wir über die Nossener Brücke. Auch das könnte uns 50 Millionen in den nächsten Jahren kosten, wenn die Fördermittel nicht so kommen. Über das blaue Wunder habe ich noch gar nicht gesprochen. Dann ist es doch besser, das, was der OB uns vorschlägt, ganz klar zu nehmen. Noch ein Wort zum Bürgerforum. Ich fand es im Nachgang sehr schwierig. Ich war in einer Gruppe selber und als der erste Satz, der da von einer Teilnehmerin fiel, also über den Verkauf des Sachsenbades reden wir heute überhaupt nicht. Ich muss mal sagen, für solche zukünftigen Formate müssen wir Bürger anders auswählen. Dass auch Bürger, die nicht nur einer Bürgerinitiative folgen, sondern auch den normalen Pieschner. Denn der normale Pieschner, dem ist es egal, ob er im Sachsenbad schwimmen geht oder ob er in einer neuen Schwimmhalle geht. Der will, dass das Sachsenbad als Gebäude saniert ist. Habe ich jetzt vorzugsweise das Wort oder der Kollege Lichti? Also, bei solchen zukünftigen Dingen sollte man doch eher verschiedene Bürger holen, mit unterschiedlichen Meinungen, dass durch das Meinungsbild im Stadtteil abgebildet wird. Jetzt zum Antrag der Linken. Sehr geehrter Herr Scholbach, ich finde es schon schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, Sie wären mit Ihrem Ersetzungsantrag die, die hier schaffen. Sorry, das Einzige, was in Ihrem Ersetzungsantrag nicht schaffen ist, ist das Thema, wir möchten nicht den Verkauf. Ansonsten sind es alles nur Prüfaufträge. Das ist der springende Punkt. Ich glaube, meine Redezeit ist zu Ende. Wie gesagt, geben Sie dem Bad eine Chance, stimmen Sie dem Verkauf zu, damit ein privater Investor, der es nicht abreißen will, der es genauso denkmalschutzgerecht sanieren muss, eine Chance bekommt, für den Stadtteil was zu tun, und stimmen Sie dem Schwimmbadneubau zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Böhm. Ich gehe davon aus, dass dies einer der Tagesordnungspunkte ist, die heute eine besonders hohe emotionale Wirkung haben. Ich glaube, es wäre trotzdem sehr schön, wenn wir die Redner in Ruhe ausreden lassen. Und das Lachen über einen Scherz ist etwas anderes als das Auslachen. Insofern, da die Abgrenzung nicht immer ganz klar ist, fände ich es einfach ganz gut, wenn wir sagen, wir lassen ausreden, melden uns dann selber zu Wort. Wenn etwas ist, dann können wir das auch glatt ziehen. In der Reihenfolge der Fraktionen ist als nächstes die AfD-Fraktion dran. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Heute kann der Stadtrat hoffentlich eine endgültige Entscheidung zur Zukunft des Sachsenbades treffen und damit den Schlusspunkt hinter eine aufgeregte Debatte setzen, die Dresden seit vielen Jahren beschäftigt.
In der Diskussion um die Zukunft des Sachsenbads hat der Stadtrat viele vermeidbare Pirouetten gedreht. Letztlich stehen wir heute an genau der gleichen Stelle wie schon im letzten Jahr. Der große Sanierungsaufwand, hohe Kosten sowie entstehende Folgekosten bei der Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes als Bad sind wirtschaftlich nicht darstellbar und sprechen für eine Veräußerung des Sachsenbades. Genau dies ist auch der Tenor aller bisher getroffenen Stadtratsentscheidungen. Der Stadtrat hat seit 2011 wiederholt dafür votiert, das Gebäude zu erhalten und nach Möglichkeit einer Nutzung als Gesundheitsbad zuzuführen. Sofern, und das ist der entscheidende Knackpunkt, dies auch wirtschaftlich vertretbar ist. Alle Untersuchungen haben gezeigt, dass das Sachsenbad als Gesundheitsbad betriebswirtschaftlich nicht umsetzbar ist. Das haben wir jetzt auch gesehen, alle Fraktionen sprechen sich nicht mehr für ein Gesundheitsbad aus, sondern sprechen sich aus als Nutzung für Bürogebäude oder andersweitig. Das Bürgerbeteiligungsverfahren hat sich für den Erhalt des Sachsenbads im städtischen Besitz ausgesprochen. Leider waren nur 36 Dresdner an dieser Entscheidung beteiligt. Diese haben sich für die Variante 3 entschieden. Die Variante 3 hat ausgesagt, dass das als Gesundheitsbad mit noch angebauten Freibad oder besser gesagt Schwimmbad erhalten werden soll. Unsere Aufgabe als Stadtrat ist es, eine Entscheidung im Hinblick auf die gesamtstädtischen Interessen. Der Verkauf an einen Investor, wie im federführenden Ausschussbericht vorgeschlagen, erhält das Gebäude in seiner architektonischen Gestaltung. Eine Umnutzung des Gebäudes ist immer noch besser als weiterer Leerstand. Mit dieser Entscheidung gibt es zwar keine Wiederbelebung des Sachsenbads als Schwimmbad, doch in Anbetracht der derzeitigen Anforderungen hinsichtlich der Wasserflächen bedarf es im Dresdner Nordwesten ohnehin eines neuen, modernen Schwimmbades, selbst bei der Entwicklung des Sachsenbades als Schwimmbad. Für Dresden ist ein Verkauf des Sachsenbads die sinnvolle Option. Auch der Stadtsportbund begrüßt den Vorschlag des OBs zum Verkauf des Sachsenbades und nach der Suche eines Standortes für ein neues Bad in Dresden-Pieschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Fraktion, Die Linke, Frau Barkow, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, mit Leidenschaft wird über das Sachsenbad diskutiert, seit Jahren schon. Seit Jahren schon setzt sich die Bürgerinitiative leidenschaftlich für den Erhalt des Sachsenbades ein und auch für die Wiedereröffnung des Sachsenbades. Und genau das kann man auch förmlich spüren, wenn man mit Pieschnerinnen und Pieschnern ins Gespräch kommt zu der Frage, wie soll es weitergehen mit dem Sachsenbad. Unisono alle wünschen sich, dass dort wieder was passiert, dass ein Bad wieder ins Sachsenbad kommt und dass es selbstverständlich nicht verkauft wird. Das ist ein Thema, was die Leute wirklich vor Ort umtreibt. Und wir haben viele Themen in der Stadt, die auch leidenschaftlich diskutiert werden, aber ich denke, eine Besonderheit ist bei dem Sachsenbad doch, dass eben das Wunschziel geteilt wird. Es gibt nicht noch eine kleine Bürgerinni, die irgendwie fürchtet, dass dann zu viel Verkehr kommen würde oder dass dann Bäume abgeholzt werden würden oder sonst was, sondern es wird tatsächlich in der Bürgerschaft, bei der Bürgerinitiative und bei denjenigen, die sich für das Bad einsetzen, geteilt. Das Wunschziel ist hier das Gleiche. Das ist durchaus schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das Bürgerforum zeigte auch genau das, nämlich das ist es, was die Leute sich hier wünschen. Und lieber Kollege Böhm, das Bürgerforum ist ja ein Beteiligungsformat. Das heißt, alle, die sich einbringen möchten und hier mitdiskutieren, sind eingeladen, zu diesem Bürgerforum zu kommen. Da werden keine Leute geholt, die hier bestimmte Meinungen vertreten. Und selbstverständlich konnte, und ich gehe davon aus, dass sie es auch getan hat, die CDU als großer Stadtverband innerhalb der gesamten Stadtgesellschaft dafür werben, zu diesem Bürgerforum zu gehen und die eigene Haltung dort auch einzubringen. Aber ganz offensichtlich
haben Sie einfach niemanden gefunden, der auf dem Bürgerforum ganz aktiv die Verkaufsidee vorbringen und diskutieren wollte. Also daher denke ich, hier ist durchaus genau der Schnitt der Bürgerschaft wiedergespiegelt gewesen, der in allen Diskussionen ums Sachsenbad sich genauso immer wieder zeigt und äußert. Es ist eben der Wunsch, dass hier kein Verkauf stattfindet, sondern das Bad wieder eröffnet wird. Alle hier anwesenden Ratsmitglieder befassen sich mit dem Thema Sachsenbad ihre gesamte Stadtratstätigkeit über schon, denn sogar der dienstälteste Stadtrat kam erst nachdem das Sachsenbad geschlossen wurde und wir immer und immer und immer wieder Varianten diskutieren, was denn hier passieren kann. Der Anlauf, eine Ausschreibung vorzunehmen, der vor einigen Jahren in der letzten Wahlperiode vorgenommen wurde, stimmt, hat wieder Leben in die Diskussion gebracht. Aber Herr Böhm, ich muss Sie nochmal direkt ansprechen, es gehört auch hier zur Wahrheit dazu, dass Sie mit der CDU ganz explizit darauf bestanden haben, dass die Ausschreibung derart gestrickt wird, dass kein städtischer Zuschuss gezahlt werden darf an eine Sanierung des Sachsenbades. Kein anderes Schwimmbad in der Stadt kommt ohne städtischen Zuschuss aus. Das ist einfach ein völliges Novum. Und wenn es dieses Verbot eines städtischen Zuschusses nicht gegeben hätte in der Ausschreibung, hätten sich möglicherweise auch andere darauf gemeldet. Also dann gäbe es möglicherweise hier auch andere Angebote. Eins gab es ja auch, was aber eben aus genau diesem Grund wieder zurückgezogen werden sollte. Und wir diskutieren schon so viele Jahre darüber, wie es hier weitergehen soll, aber dennoch ist gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal unheimlich viel Bewegung in die Diskussion gekommen, in die Sache gekommen. Und ich denke, die Chance, das Schwimmbad, das Bad erstmal zu erhalten und möglicherweise auch wieder ein Gesundheitsbad darin zu errichten, war lange schon nicht mehr, seit Jahren schon nicht mehr so groß, wie sie heute war. Ich denke, heute Abend wird es auch bei der Abstimmung auf jede einzelne Stimme ankommen werden. Und ich möchte noch mal ganz deutlich dafür werben, ich glaube, das spiegelt auch den Wunsch aus dem Bürgerforum wider, dass das Sachsenbad heute nicht verkauft wird, sondern dass wir es in kommunaler Hand behalten, um hier tatsächlich auch eine Chance zu haben, es zu revitalisieren, ein Bad hier wieder zu errichten und es auf jeden Fall auch für die Bürgerschaft in Pieschen, aber auch stadtweit zu nutzen. Deswegen möchte ich nochmal eindringlich dafür werben, heute gegen den Verkauf des Sachsenbades zu stimmen und dafür es in kommunaler Hand zu behalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Barkow. Für die SPD-Fraktion, Herr Engel, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vor 48 Tagen haben wir ja hier an dieser Stelle auch schon mal über das Sachsenbad diskutiert, damals in der Aktuellen Stunde. Damals kannten wir die Stesat-Prüfergebnisse noch nicht im Detail. Und ich habe damals für unsere Fraktion drei Punkte formuliert, die aus unserer Sicht zentral sind. Punkt Nummer eins, wir wollen das Sachsenbad als Gebäude erhalten, als prägenden Teil des Stadtteils, als ein Ort, der gerade nicht in einem Zustand ist, wie man sich ihn eigentlich wünscht. Punkt Nummer zwei, wir wollen, dass das Bürgerforum, was ja glücklicherweise stattgefunden hat, auch entsprechend ordentlich stattfindet, dass dieser Prozess und das Recht, was die Bürgerinnen und Bürger da auch eingefordert haben, dass das tatsächlich auch entsprechend gewährt wird. Und da muss ich Herrn Böhm schon noch widersprechen. Man kann sicherlich im Detail immer darüber diskutieren, wie man sowas macht. Und sicherlich muss auch eine Stadt noch ein bisschen dazulernen. Aber trotzdem war es ein Forum, was auf einer regulären Basis stattfand und was auch zumindest auch dem Stadtrat gewisse Meinung auch mitgegeben hat. Das müssen wir als Stadtrat dann auch einfach zur Kenntnis nehmen und müssen damit dann auch weiter politisch arbeiten. Also ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen dran, wenn wir das in Zweifel ziehen. Und ein dritter Punkt, der für uns als SPD-Fraktion zentral war, ist tatsächlich das Thema, eine neue Schwimmhalle für den Bereich Pieschen und Neustadt zu schaffen. Das steht bei uns im Kommunalwahlprogramm so drin und das ist eine Sache, die wir schon seit vielen Jahren auch verfolgen. Das Stichwort Harkortstraße fiel hier ja schon mehrfach. So, welchen Stand haben wir denn nun jetzt? Wir haben zum einen eine Vorlage hier aktuell vorliegen. Eine Vorlage mit dem Ergebnis der Konzeptausschreibung. Eine Konzeptausschreibung, die, glaube ich, noch vor meiner Stadtratszeit, aber einstimmig auch in diesem Stadtrat beschlossen wurde.
Das muss man, glaube ich, ein bisschen auch manchmal ins Gedächtnis rufen. Und die durch den grünen Geschäftsbereich auch weiter vorangetrieben wurde. Das ist erstmal, glaube ich, neutral so festzustellen. Es haben sich seitdem natürlich auch ein paar Dinge geändert. Wir haben, das ist der zweite relevante Punkt aus unserer Sicht, jetzt eine Stesat-Studie. Und diese Stesat-Studie hat sehr, sehr viele spannende Erkenntnisse zutage gebracht. Und da möchte ich tatsächlich explizit auch der Grünen-Fraktion danken, dass sie da so vehement dahinter war, doch nochmal diese zusätzliche Rochade auch zu machen. Das hat uns, glaube ich, nochmal ein paar Informationen gebracht und ein paar Einschätzungen auch zum Thema Kosten. Und wir wissen durch die Stesat-Studie erstmals auch, wo wir auf einem kommunalen Grundstück auch einen Badneubau errichten können. Bisher haben wir Bäderkonzepte, wo Standorte drinstehen, mit dem Begriff vorzugsweise Harkortstraße im Übrigen, nicht dort nur Harkortstraße, Herr Lichti. Und wir haben aber einfach keinen kommunalen Grund. Und Johannes, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ausschaut. Hast du letztes Jahr, wie mein Kollege Drews und ich, hast du mit der Deutschen Bahn mal zusammengesessen, mit den entsprechenden Verantwortlichen und darüber gesprochen, ob dieses Grundstück zur Verfügung steht? Nein, tut es nicht. Die wollen investieren in Dresden, die wollen sich Optionen offen halten. Das ist aktuell leider nicht realistisch. Und das sage ich als eine Fraktion, die den Vorschlag 2016 in die Gremien überhaupt reingebracht hat. Die Tür ist da leider aktuell zu. So, und das ist, glaube ich, das sind so Sachen, wo wir, glaube ich, jetzt deutlich mehr auch Erkenntnisse jetzt haben. So. Punkt Nummer 3, wir haben ein Bürgerforum und gehabt, was ein Ergebnis auch gebracht hat. Und diese Empfehlung wird natürlich jetzt auch von der Bürgerinitiative verteidigt. Aber was ich für bemerkenswert halte, ist doch, dass auch die Bürgerinitiative hier Kompromissbereitschaft signalisiert. Das haben wir ja eben auch gehört. Und aus meiner Sicht sollte der Stadtrat an dieser Stelle jetzt schon auch überlegen, ob er diese Kompromissbereitschaft nicht auch, ja, auch nutzt, da ein entsprechendes Signal auch zu setzen. Die SPD-Fraktion hat sich nach intensiven Diskussionen mehrheitlich dafür ausgesprochen, daher den grünen Änderungsantrag auch zu unterstützen. Wir haben da auch dann noch ein bisschen im Nachgang dran weitergearbeitet, um den tatsächlich für uns auch zustimmungsfähig auch zu machen. Aber aus unserer Sicht könnte das eine Basis sein. Und das sage ich auch explizit in Richtung der CDU. Schauen Sie bitte nochmal, ob das nicht ein Weg sein könnte. Er ist nicht frei von Risiken, aber er bietet, glaube ich, einige Potenziale. Und das sollten wir, glaube ich, als Stadtrat jetzt nicht einfach vorschnell auch verwerfen. Ich würde tatsächlich an dieser Stelle den ersten Bürgermeister dann auch darum bitten, dass er noch mal ein bisschen darlegt, wie eigentlich das Abstimmungsprozedere auch sein wird. Wir haben ja vorliegen Ersetzungsanträge, Änderungsanträge und Ergänzungsanträge. Daraus ergibt sich aus meiner Sicht eine gewisse Reihenfolge, aber vielleicht können Sie da einfach Ihre Sicht der Dinge noch mal darstellen. Abschließend. Ich glaube, wir brauchen heute eine Entscheidung. Wir brauchen nicht nur Entscheidung gegen etwas, wir brauchen tatsächlich auch eine positive Beschreibung, wie es weitergehen soll. Und ich glaube, wir brauchen auch tatsächlich nicht weitere Prüfaufträge. Wir müssen, glaube ich, mal positiv beschreiben, was wollen wir mit diesem Gebäude jetzt auch machen. Und das möchte ich tatsächlich diesem Rat hier an der Stelle auch mitgeben. Lassen Sie uns alle heute so eine verantwortungsbewusste Entscheidung auch treffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind ja zurzeit noch in der Fraktionsrunde. Zwei Fraktionen sind noch dran. Dann habe ich die Wortmeldung von Dr. Schulte-Wissermann und Herrn Lichti. Aber zur Vorbereitung auf die Abstimmung kann ich gerne schon mal einen Ausblick geben. Wir haben ja drei Punkte, Tagesordnungspunkte, die wir gemeinsam beraten, aber einzeln abstimmen. Und bei dem Tagesordnungspunkt 24 haben wir in der Reihenfolge der Anträge und in der Abstimmung, wie sie derzeit darstellt, zunächst den Antrag Fraktion Die Linke als Ersetzung, dann Bündnis 90 Grünen als eine sehr weitgehende Änderung, den Antrag von Herrn Lichti mit einer kleineren Änderung, dann die Ergänzung CDU und dann gegebenenfalls so geänderten Ausschussbericht, je nachdem, ob wir so weit kommen. So stellt sich es vorläufig jetzt dar, vorbehaltlich, dass natürlich in weiteren Rednern und vor der Abstimmung noch mal irgendetwas beantragt wird. Aber in der Fraktionsrunde wäre als nächstes dran die FDP-Fraktion. Ist kein Redebedarf? Doch, da ist er. Entschuldigung, Sie waren schon so weit vorne. Ja, war schon da. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Als FDP unterstützen wir die Beschlussempfehlung des Bauausschusses zum Verkauf des Sachsenbades an den Investor. Nach vielen Jahren des Verfalls, ohne Aussicht auf Sanierung und finanzielle Mittel, hatte man sich vor einigen Jahren im Stadtrat durchgerungen, den Verkauf auszuschreiben, vorzugsweise als Gesundheitsbad. Es wurde sehr viel Aufwand betrieben, passende Angebote zu finden. Am Ende hat sich gezeigt, eine wirtschaftliche Sanierung und Betrieb als Bad ist finanziell nicht machbar. Jährliche Zuschüsse in Millionenhöhe wären notwendig. Auch die neuen Gutachten der Steser zeigen, welche Millionenaufwendungen notwendig wären, um das Sachsenbad in irgendeiner Form in städtischer Hand zu sanieren. Sie bestätigen nur das, was man auch schon Jahre zuvor wusste. Nur weil man Gutachten wiederholt, bringen sie keine neuen Erkenntnisse. Selbst wenn man es sanieren würde, entspräche das Sachsenbad in keiner Weise heutigen Anforderungen an eine Schwimmhallennutzung. Zum Beispiel ein zu kleines Becken, die Betriebskosten wären ebenfalls deutlich höher, als das bei einem Badneubau der Fall wäre. Und im Haushalt ist es in keiner Form mit entsprechenden Mitteln eingestellt. Der Bäderbetrieb selbst hatte damals bereits die Intention eines Eigenbetriebs abgelehnt. Wir dürfen auch nicht die Corona-Folgen mit den massiv gesunkenen Steuereinnahmen vergessen, die auf Jahre hinaus den Haushalt belasten. An der Stelle 15 bis 20 Millionen extra auszugeben, nur weil man ein historisches Baudenkmal wieder in seiner alten Nutzung haben möchte, ist einfach unverantwortlich. So, parallel gibt es dann noch den Vorschlag der Grünen-Fraktion, das Gebäude nicht als Bad zu nutzen, sondern in städtischer Hand zu behalten, das Konzept des Investors einfach zu kopieren und das Ganze selbst zu machen. Auch dafür ist das Budget gar nicht vorhanden. Gleichzeitig würde es deutlich mehr kosten aufgrund der städtischen Rahmenbedingungen, beispielsweise Ausschreibungen, die einem städtischen Betrieb nun einmal zugrunde liegen. Diese Risiken müssen wir als Stadt nicht unnötig eingehen. Und dann das Ziel, die Kosten mit sehr hohen Mieten wieder einzuspielen. Ernsthaft? Die Stadt war noch nie der bessere Unternehmer. Die Stadt sollte sich nicht zu einem Gewerbeimmobilienunternehmen entwickeln. Und wenn man da mal in die Ermittlung der Mietpreiseinnahmen genauer hineinschaut, insbesondere die erwarteten 18 Euro pro Quadratmeter Einnahmeplanung für das Coworking und deren von der Stesat beschriebenen Unsicherheiten, sieht man doch, auf welches Wagnis man sich da einlassen würde. Da ist noch lange kein ausgeglichenes Betriebsergebnis garantiert. Noch merkwürdiger erscheint dann der Finanzierungsvorschlag per Darlehen. Komplett in die langfristigen Schuldenreihen, ohne ausreichende Rentabilität, mit einem Projekt, das ein privater Anbieter besser kann. Und das Ganze ohne haushalterische Absicherung. Mit der Stesat mal eben voll ins Risiko, ohne ausreichende Liquiditäts- und Tilgungsplanung und Deckung im Wirtschaftsplan. Da wird uns als FDP-Fraktion seitens der Grünen Haushaltsuntreue vorgeworfen, wenn wir bei den Parkgebühren einen Alternativvorschlag machen, der die im Haushalt festgelegten Einnahmeerwartungen aus unserer Sicht genauer trifft und mehr Rücksicht auf damals nicht erwartbare Corona-Folgen nimmt. Und hier geht man mit einem Federstrich mal über 17 Millionen in die Vollen. Das ist für uns wirklich unfassbar. Und der Vergleich mit dem Zoo trifft es eben nicht. Dort haben wir im Rahmen des Haushalts im Wirtschaftsplan des Zoos die klare Kreditfinanzierung abgenickt. Und da ist es ein gewaltiger Unterschied, ob ich sowieso vereinbarte Darlehen städtischer Unternehmen innerhalb der Stadt refinanziere, wie wir das eben beim Zoo planen, oder ob ich mal eben komplett neue Ausgaben hineinschreibe, ohne Wirtschaftsplan, ohne seriöse Refinanzierung. Haushalt und auch die Diskussion über die Projekte sollten wir seriös und langfristig führen. Und dann würden auch die Grünen nicht auf solche Ideen kommen, für sowas so viel Geld auszugeben, was wir als Stadt ohne Risiko und Kosten durch einen Investor bekommen. Das muss man ehrlich gegen Schulsanierung oder Straßen- und Radwegebau oder Bäderbau und die Freibadsituation abwägen. Ich bin mir sicher, dass auch die heute eine städtische Sanierung unterstützenden Fraktionen die Prioritäten dann anders setzen würden. Lasst uns das Gebäude durch den Verkauf sichern, das Denkmal schützen. Das Konzept des Investors bietet einen großen Mehrwert an der Stelle. Das Baudenkmal wird saniert und Pieschen wird mit der Vielzahl der Nutzungsmöglichkeiten, beispielsweise Restaurant, Coworking oder Saunalandschaften, belebt. Wenn wir es nicht tun, würde sich wahrscheinlich so schnell nichts ändern, da die Finanzierung nicht funktionieren wird. Entsprechend unsere Zustimmung zur Beschlussempfehlung. Nichts wäre trauriger, als wenn das Sachsenbad ansonsten noch weiter verfällt. Vielen Dank. Vielen Dank. Zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktionsfreie Wähler, Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren,
In der Debatte zum Sachsenbad, die wir vor einigen Wochen hatten, hatte ich gesagt, Vertrauen ist Kern politischer Verantwortung. Ja, Vertrauen gehört zur politischen Verantwortung. Das, was man von seinen Vorfahren übergeben bekommen hat, mit dem muss man sorgfältig umgehen. Wir alle sind in gewisser Weise davon betroffen, dass die Verwaltung und der Stadtrat in vergangener Zeit das nicht gemacht hat und das Sachsenbad seit 1994 dem Verfall preisgegeben hat. Wenn man vertrauensvoll mit etwas, was einem übergeben wird, umgehen will, dann muss man investieren. Und die Landeshauptstadt Dresden ist dem in den vergangenen Jahrzehnten nicht gerecht worden. Es gibt eine Studie der Stesat von 2009, und jetzt werden gleich einige sentimental, ich lese jetzt einfach mal 5 Namen vor. Eva Jenigen, Richard Kaniewski, Thilo Kiesling, Lars Kluger und Jan Mücke. Meine Damen und Herren, diese fünf Personen sind 2009 in den Stadtrat gewählt worden, im Wahlkreis 4, im Wahlkreis Pieschen. Und der Stadtrat, der seit 2009 im Amt gewesen ist, der hatte die Möglichkeit, die Studie der Stesat von 2009 mit 17 Millionen Kosten für Wasser im Sachsenbad umzusetzen. Wenn man mit einer regulären Baupreissteigerung der letzten Jahre rechnet, kommen wir auf 30 Millionen Kosten für ein vergleichbares Projekt heute. Die Stesat hat ein vergleichbares Projekt zur Studie von 2009 mit dem Gesundheitsbad mit in die vorhin in der Präsentation sichtbaren Szenarien aufgenommen. Die Stesat hat Kosten von knapp 22 Millionen für dieses Projekt. Also stimmte entweder etwas mit der Stesat-Studie von 2009 nicht, es gibt keine Baupreissteigerung, oder stimmt etwas mit der Studie mit der aktuellen Studie nicht. Ich weiß es nicht, bin da jetzt nicht tiefer reingegangen, aber es lässt mich zumindest erstmal überlegen. Meine Damen und Herren, wir haben einen Investor, der in das Sachsenbad investieren will. Und wenn wir ganz ehrlich sein wollen, dann müssen wir Freien Wähler sagen, am liebsten wäre es uns, wir würden der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr folgen. Diese hätte die wenigsten und die positivsten finanziellen Auswirkungen für die Stadt. Das ist aber zu einfach und so einfach machen wir es uns nicht, denn wir wissen, es geht darum, dass wir auch den Bürgerwillen respektieren müssen und der Bürgerwille sagt ganz einfach, wir brauchen im Dresdner Norden bzw. in Dresden-Pieschen Wasser. Nicht Wasser, was von oben fällt, wie jetzt morgen am Herrentag ganz viel, sondern wir brauchen Wasser, was man im Sommer und im Winter zum Baden nutzen kann. Und aus dem Grund halten wir es auch für sehr sinnvoll, dass wir jetzt doch dem Antrag des Oberbürgermeisters, so wie er von der CDU nochmal ins Spiel gebracht wurde, in dem Punkt folgen wollen, dass wir uns an einer Standortsuche mit beteiligen wollen. Zurück zum Denkmal zum Sachsenbad. Das Denkmal hat es verdient, dass mit ihm sorgsam umgegangen wird. Und es ist ein wichtiger Punkt im Unterschied zu dem, was die Stesat geplant hat im Szenario 1 und zu dem, was der Investor plant. Der Investor hat Kosten von mindestens 10 Millionen avisiert. Die Stesat hat Kosten von, bei einem vergleichbaren Szenario, von ungefähr 16 Millionen avisiert. Auf Nachfrage, warum denn der Kostenunterschied so groß ist, wurde uns gesagt, die Stesat plant unter anderem größere Eingriffe in die Gebäudesubstanz. Wenn man das Denkmal möglichst so, wie es ist, erhalten will, dann muss man es verkaufen. Dann darf man es nicht der Stesat übergeben, denn die Stesat hätte größere Eingriffe in die Gebäudesubstanz. Meine Damen und Herren, noch eine kleine Rechnung zum, wie war es, habe ich gelesen, 5 plus 2 plus 1 ist 7. Noch eine kleine Rechnung, was die Zinsen betrifft, die in Zukunft anfallen. Wir können damit rechnen, dass ab dem, ich bin jetzt kein Deuter der Zukunft, aber wir können damit rechnen, dass ab dem nächsten Jahr, das sagen zumindest die Zeichen an den Finanzmärkten, ab dem nächsten Jahr die Zinsen steigen werden, dass man sozusagen keine Verwahrentgelte mehr bezahlen muss, sondern dass man realistisch Geld auch für das Geld, was man anlegt, bekommt. Und wir halten den Teil der Stesat-Studie für realistisch und bedenkenswert, der sagt, dass es eben über den Daumen 5 Millionen Baukostenzuschuss sein müssten, die für ein ausgeglichenes Ergebnis sorgen würden. Deswegen sind wir für einen Verkauf und wir sind für Wasser in Pieschen. Und
nochmal an Herrn Blödner anzuschließen und auf die eine Debatte des heutigen Tages zurückzugehen. Wenn wir wirklich zu viel Geld haben, dass wir sogar Gesellschafterdarlehen an städtische Gesellschaften geben müssen, wenn wir so viel Geld in unseren Rücklagen haben, dann investieren wir es lieber in Schulen, in Kindergärten und meinetwegen auch in Radwege und in Straßen, aber nicht in das Sachsenbad. Investieren wir es lieber in Pflichtaufgaben, denn diese Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, die sind die Pflicht unserer Stadt. Und es ist unsere Pflicht, uns um die Zukunft unserer Kinder, das sind nämlich diejenigen, die die Schulen besuchen, zu kümmern. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben damit die Fraktionsrunde abgeschlossen. Ich habe jetzt auf der Rednerliste Herrn Dr. Schulte-Wissermann und dann Herrn Lichti. So, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und natürlich auch draußen im Netz. Liebe CDU, liebe Freie Wähler, man kann sich natürlich auch die Argumente zusammenklauben, wenn man schon keine mehr hat. Ich möchte auf einen Punkt kurz eingehen, bevor ich meine eigentliche Rede halte. Wurde mehrfach gesagt, wir hätten Risiken, wenn die Kommune das macht. Und dann wird so getan, als hätten wir denn keine Risiken, wenn wir das Haus verkaufen. Es gibt unzählige größere Projekte, Grundstücke oder Liegenschaften, die verkauft wurden, wo dann entweder die großen Versprechungen vom Investor nicht gekommen sind oder der Investor pleite gegangen ist und man musste den ganzen Schlamassel ein paar Tage oder ein paar Monate oder ein paar Jahre später wieder aufräumen. Oder aber, wo es dann geheißen hat, das, was ich mir vorgestellt habe, geht nicht, ich mache jetzt doch was anderes draus. So, und schließlich gibt es auch viele Investoren, die kaufen einfach etwas, um das liegen zu lassen, damit die Preise steigen. So, mehr will ich zu dem nicht sagen. Ich möchte in meiner eigentlichen Rede darauf eingehen, dass das Sachsenbad eine unglaubliche Unterstützung nicht nur in Pieschen, sondern in ganz Dresden hat. Das Sachsenbad hat vor einigen Jahren als erste oder zweite, auf jeden Fall, es hat neue Maßstäbe gesetzt beim Petitionenunterschriften sammeln. 3000 Unterschriften damals für Wasser in das Sachsenbad, das ist damals nicht normal gewesen. Das war wirklich phänomenal. Und das hat dann dazu geführt, dass der Stadtrat sich zumindest damit beschäftigt hat und das hat dazu geführt, dass wir jetzt hier diese Stadtratssitzung haben. Zwischendrin, letztes Jahr, ich will mal was sagen zum Bürgerforum, Herr Böhm. Das Bürgerforum, es hat es nicht leicht gehabt. 3000 Unterschriften wurden gesammelt, wieder ungefähr 3000 Unterschriften in Corona-Zeiten. Das Bürgerforum musste verlegt werden. Es gab lange Zeit keinen festen Termin, da konnte man nicht für mobilisieren. Die Stesat-Studie war, das Bürgerforum fand einen Montag statt, die war am Freitag noch nicht öffentlich. Die Leute konnten sich das nicht angucken. Und schlussendlich ist es in der Messe gewesen. Die Messe, wenn man jetzt daran denkt, von Pieschen aus, ist zwar Luftlinie, nur 3 Steinwürfe weg, aber man kommt halt wirklich sehr schlecht hin. Und wenn dann natürlich Generationen, das Sachsenbad ist ein Generationending, wenn dann natürlich in Corona-Zeiten 60, 70, 80-Jährige sich vielleicht denken, es ist nicht die beste Idee, in die Messe zu gehen, dann muss man das, glaube ich, nachvollziehen. Gleichwohl hat das Bürgerforum ein mehr als eindeutiges Votum abgegeben. Das Bürgerforum hat gesagt, bei einer Gegenstimme, erstens nicht verkaufen, nicht verkaufen. Zweitens, das Sachsenbad wieder ganz machen als Gesundheitsbad, weil das schnell geht. So, das kann man in 2-3 Jahren machen, da braucht man keinen B-Plan für, da muss die Finanzierung stehen, das Konzept, aber dann geht das los. Und drittens, man wünscht sich dann gerne mit Synergieeffekten eine Schwimmhalle nördlich davon. So, das ist aber eher so Zukunftsmusik.
So, und man kann sich jetzt, liebe CDU, liebe FDP, man kann sich jetzt natürlich irgendwie hinstellen und wirklich den Bürgerwillen, der da artikuliert wurde. Und übrigens, die Bürgerinitiative, die waren ja mit 3-4 Leuten da. Die restlichen Leute sind aus freien Stücken gekommen. Die waren überhaupt nicht angebunden. Herr Engel wird das bestätigen. Im Gegenteil, die Variante, die gewonnen hat, war gar nicht die Vorzugsvariante der Bürgerinitiative gewesen. Also man kann sich nicht hinstellen und sagen, oder man kann jetzt diesem Bürgerwillen wirklich ins Gesicht springen oder links und rechts ein paar klatschen und dann noch irgendwie, weiß ich nicht, Mist drauf werfen. Das kann man machen, wenn man dann, liebe CDU, vielleicht in den Pieschen dann den zweiten Wahlkreis haben will, wo es keinen Stadtrat mehr gibt von der CDU. Ja, also das ist doch wirklich unfassbar. Wie kann man nur so dem Bürgerwillen ins Gesicht springen? Und schlussendlich der Stadtbezirksbeirat, Frau Becker hat es schon vorgelesen. Der Stadtbezirksbeirat hat beschlossen zu dem Bürgerforum. Und es wurde eingebracht durch einen namensgleichen Stadtbezirksbeirat wie Veit Böhm. Und der Stadtbezirksbeirat hat 13-2-3, also 2 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen, 13, das ist das volle politische Spektrum, möchte ich mal sagen, hat gesagt, der Stadtbezirksbeirat Pieschen erkennt das Votum des Bürgerforums an. Fordert, dem Bürgerwillen im Sinne von Szenario zu folgen und das Sachsenbad im städtischen Eigentum zu belassen. Und jetzt wollen wir heute Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 einfach mal so wegschieben. Das kann man machen, wenn man es will, aber ich kann das nicht verstehen. Und schlussendlich, bin fast durch. Ich persönlich werde natürlich dem Antrag der Linken mit glühendem Herzen folgen, weil das ist das, wo dann wirklich Wasser in das Sachsenbad kommt. Und sollte es heute nicht so sein, werde ich weiter dafür eintreten. Vielleicht ist der Investor ja pleite in 2 Jahren. Keine Ahnung. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Lichti. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Aussagen des Kollegen Engel, den ich ansonsten sehr schätze, treiben mich noch mal nach vorne, aber auch noch ein paar Aussagen des Kollegen Böhm, die so nicht stehen bleiben können, beide. Ja, lieber Stefan Engel, in der Politik geht es auch um Standfestigkeit und um Gedankenklarheit. Und die habe ich bei deiner Position vermisst. Und wenn du mich dann persönlich angreifst, dann muss ich dazu was sagen. Also erstens, ich hätte nicht mit der Bahn geredet. Nein, habe ich nicht. Allerdings kenne ich die Deutsche Bahn und wie sie sich in Dresden, aber nicht nur in Dresden, sondern auch in Deutschland, immer so benimmt, wenn irgendeine Stadt auf sie zukommt und sie bittet, arbeite doch bitte mit, dass wir dieses oder jenes stadtentwicklungspolitische Ziel erreichen. Wir wissen immer, wie die Bahn dort agiert. Die Bahn ist, sage ich mal, die hat nur Dollarzeichen in Augen und denen geht es nur um den möglichst großen Gewinn. Das finde ich eigentlich für ein Bundesunternehmen nicht in Ordnung, aber so ist die Deutsche Bahn. Wir haben doch alle hier zusammen als Rot-Grün-Rot in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, wie man mit solchen Eigentümern am besten umgeht. Indem man nämlich genau als Stadt klar macht, wo denn die Interessen und die Entwicklungsabsichten der Stadt liegen. Wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass bei der Hufewiese, als wir dann endlich den Bebauungsplan hier verabschiedet haben, den Aufstellungsbeschluss, auf einmal der Investor verhandlungsbereit wurde und wir innerhalb eines Dreivierteljahres eine Lösung gefunden haben, die leider immer noch der Umsetzung hat. Ich möchte jetzt auch konkret die Bahn ansprechen. Wir haben beispielsweise bei diesem Bahndreieck, bei den Gleisbögen am Bischofsplatz, haben wir im Jahre 2017 einen Ausstellungsbeschluss gefasst, dass dort Parkfläche, Grünfläche, Erweiterung Bischofsplatz hinkommt. Es ist jetzt nicht so weit gekommen, aber was ist passiert? Die Bahn hat die Fläche verkauft an die Scheunebetreiber, die dort jetzt einen öffentlichen Biergarten grün gerade einrichten. Wird hoffentlich bald werden, wird sicher super schön.
Also wir haben doch die Erfahrung gemacht, wenn wir tatsächlich der Bahn gesagt haben, was wir wollen, dann wird die Bahn verhandlungsbereit. Also sich hier hinzustellen und zu sagen, die Bahn möchte ja nicht verkaufen, wo wir genau wissen, dass sie die ganze Zeit vom OB und seiner Stadtverwaltung das Signal bekommen, wir wollen euer Grundstück gar nicht oder wir wollen es erst dann, wenn diese leidige Baddebatte endlich tot ist, dann kaufen wir euch das dann gerne ab, weil wir dort dann unseren Gewerbestandort machen wollen. Das wissen wir doch seit Jahren, dass es so läuft. Also bitte nicht mit diesem völlig unsinnigen Argument. Jetzt noch zum Thema Harkottstraße. Immerhin steht drinnen, du hast es ja zitiert, vorzugsweise. Dann sage ich mal, vorzugsweise ist immer noch näher an der Harkottstraße als am Sachsenbad. Könnte man vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen. Zum Zweiten, ich habe es versucht, habe es noch ganz kurz angedeutet in meinem ersten Redebeitrag. Wir wissen ganz genau, wie viel Wasserfläche wir brauchen. Selbst wenn das Szenario, was jetzt die grüne Fraktion beantragt, nämlich dieser Anbau, ich glaube, da kommen 6 Bahnen auf 25 Meter. Das reicht doch nicht im Entferntesten, um die Wasserbedarfsflächen für Schulsport, für Vereinssport, für Freizeitsport im Dresdner Norden auch nur annähernd abzudecken. Deswegen tun Sie doch nicht so, auch die CDU, als ob Sie mit Ihrem Vorschlag dort tatsächlich das Schwimmproblem lösen würden. Das ist doch einfach falsch. Das gehört doch hier zur Ehrlichkeit dazu. Und ich gehe noch eins weiter. Wir brauchen ein Freibad. Ein Hallenbad reicht nicht. Und ich verstehe die Pieschner ja gut, dass der Hals da ganz oben steht angesichts der Debatte. Aber leider diskutiert keiner, dass es für die Neustadt, vor 15 Jahren wurde das Waldbad in Klotzsche geschlossen, wo man hingegangen ist ins Freibad. Da redet keiner drüber, dass wir das eigentlich wieder brauchen. Ist auch die Schuld der Neustadt, weil sie hat die Debatte verpennt. Aber jetzt sich hier hinzustellen und zu sagen, mit dieser kleinen Pfütze, Entschuldigung, kriegen wir das Wasser- und das Hallenbadproblem gelöst, stimmt einfach nicht. Zu guter Letzt, lieber Veit Böhm, ja, ich habe es schon mal gesagt, es gibt Bedenken gegenüber der Stehsatzstudie, ob diese wirtschaftlichen Annahmen kommen. Und ja, es ist kurzfristig und es ist nicht ganz tief, es könnte tiefer sein. Ja, ist alles richtig. Ich möchte aber wirklich einen wichtigen Punkt sagen, warum ich sage, ja, wir sollten darauf vertrauen und wir sollten dieses Basisszenario verwirklichen. Stichwort Adressbildung ist sozusagen so eine Redeweise unter den Stadtplanern. Was wird damit gemeint? Wenn wir wirklich ein tolles, attraktives Projekt dort bauen und das Sachsenbad ist ein hervorragendes Baudenkmal, dann hat es eine Ausstrahlungswirkung, wenn das saniert ist, wenn dort Leben ist und sei es auch in Anführungszeichen nur Büros, dann kommen Menschen dorthin, dann kann man sich dort aufhalten, dann ist es attraktiv, dann kommt man hin. Das ist eine neue, gute Adresse. Und natürlich kann man in dieser Adresse natürlich auch angemessene Mieten erzielen. Und ich weiß, ich teile diese Bedenken teilweise auch, wenn man diese 18 Euro nimmt, die man jetzt dort am Kulturkraftwerk nimmt, ist mutig, ja. Aber ich glaube, es ist möglich, wenn wir uns gemeinsam anstrengen, dort diesen Standort als gute neue Adresse zu entwickeln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man perspektivisch an der Wurzener Straße vielleicht WED-Bauten macht, dass man auch einen parallelen Platz auf der anderen Seite gestaltet. Das kann ein richtig geiler, toller Ort werden. Und ich denke, das Sachsenbad hat diese Chance verdient und das müssen wir heute entscheiden und nicht diesen Hirngespinsten eines angeblichen Bads, was die Wasserprobleme im Dresdner Norden lösen würde, nachzujagen. Danke. Herr Bürgermeister, ich möchte noch mal sagen, ich beantrage bei dem Antrag der Grünen eine punktweise Abstimmung und zwar den Punkt 1 bis 4 und den Punkt 5 extra bitte. Danke. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Gilke, dann Dr. Schulte-Wissermann nochmal. Herr Gilke. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Auch jetzt wieder mal etwas ungewöhnlich von mir. Ich bitte, liebe Dresdner, nehmen Sie bitte Ihre rosarote Brille jetzt einmal ab und sehen Sie die Fakten. Die von Ihnen, die der AfD mal ihre Stimme gegeben haben, werden sagen, der Mut zur Wahrheit ist genau das, was wir brauchen und genau das möchte ich Ihnen jetzt geben. Wir hatten gehört von Fördermitteln. Von den Linken wurde das wunderschön propagiert, was es für schöne Möglichkeiten gibt, aus dem Eurotopf, aus dem Bundestopf, aus dem Landestopf. Wir alle wissen, dass es Corona gibt. Wir alle wissen aber nicht, wie es mit Corona weitergeht. Wir wissen noch lange nicht, wie die Situation sich entwickelt finanziell.
Das heißt also, Töpfe, die im Augenblick existieren, werden die weiter gefüttert, wird es neue Töpfe geben. Das kann Ihnen niemand sagen. Sich hinzustellen und zu sagen, es gibt Töpfe, wo man sich eventuell raus bedienen kann, ist in dieser Situation unseriös. Wir haben gehört von der Stesat, was die so Schönes kann und was sie nicht kann. Liebe Dresdner, ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, ich mache es Ihnen jetzt bewusst, die Stesat ist eine 100% Tochter der Stadt. Jeder Euro, den die Stesat ausgibt, ist städtisches Geld, nur ganz nebenbei. Dann haben wir vorhin eine wunderschöne Rede gehört, Fakten zum Thema Geld. Da wurde dazu eine wunderschöne Folie an die Wand geworfen. Schauen Sie sich diese Folie mal an. Diese muss mit Sicherheit alt gewesen sein und es ist nicht wirklich seriös, eine alte Folie zu nehmen. Dort können Sie nachschauen, Mieteinnahmen über 1 Million Euro im Jahr und zwar schon im Jahre 2022. Wir haben jetzt Mai im Jahre 21 und es ist noch nichts geschehen. Wie soll das realisiert werden? Es geht ums Grundprinzip, dass man nicht mit Zahlen arbeitet, die einfach nicht real sind. Und im Jahre 2022 kann es keine Millionen Einnahmen geben. Wir stellen fest, ein Verkauf dieses Gebäude bedeutet, dass das Gebäude in seiner Substanz erhalten wird von außen. Ist es das, was einige wollen? Sicher, natürlich. Aber wir können auch feststellen, wir können an dem Traum, und deswegen sagte ich, nehmen Sie die rosa-rote Brille ab, können wir gerne festhalten. Aber solange dieses Gebäude im städtischen Besitz ist, was in 27 Jahren nicht saniert worden ist, zu Zeiten, wo es Dresden deutlich besser ging als heute, heute in der Krise, das muss man so dazu sagen, wie soll das funktionieren? Und solange wir dieses Gebäude im städtischen Eigentum haben, wird es kein neues Bad geben. Wer in Pieschen ein Bad haben will, muss für sich klar erkennen und auch verstehen und auch akzeptieren, das alte Sachsenbad, dieses Gebäude, das muss erstmal abgegeben werden, damit man Platz hat, auch schon an dem Kopf und geldlich für Neues, damit man ein neues Bad haben kann. Dann haben wir noch gehört, dass hoffentlich der Investor, der jetzt aktuell da ist, dass er hoffentlich vielleicht demnächst pleite ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ehrlich gesagt eine Schande, dass man so etwas einem Investor wünscht. Investoren sind diejenigen, die Gestätten am Laufen halten. Ohne die würde vieles gar nicht mehr laufen. Und denen die Pleite zu wünschen, an dieser Stelle ist ehrlich gesagt eine Frechheit. Was auch nicht ganz in Ordnung war, dass Bürger zum Bürgerforum separat oder neu rausgesucht werden müssen. Ich musste sofort an die Worte der Kanzlerin, auch CDU, denken, dass sie eine Wahl in Thüringen korrigieren wollte. So geht keine Demokratie und mit der AfD wird es so etwas nicht geben. Bürger werden nicht rausgesucht, wie sie einem gefallen. Die Bürger sind da, wie sie da sind und da für Themen, für die sie sich interessieren. Vielen Dank. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte. In aller Form und mit vollstem Herzen bei Veit Böhm entschuldigen. Es war natürlich nicht ein namensgleicher Mensch, der im Stadtbezirksbeirat dieses Votum eingebracht hat. Das habe ich so falsch gesehen, mit der Maske an und ich saß am anderen Ecke des Raumes. Also tut mir echt leid und das ist nicht meine Art, es war nicht eine Absicht. Ich hatte es mir so gemerkt, aber sowas kommt vor und ich entschuldige mich hiermit. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Ich sehe zum Inhalt der Debatte derzeit keine Wortmeldung. Wir können damit zum Abstimmungsverfahren kommen. Zunächst ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Schollbach. Herr Erster Bürgermeister, ich möchte zum Verfahren einen Antrag stellen. Und zwar habe ich heute noch mal den gesamten Tag über mit verschiedensten Mitgliedern des Stadtrates Gespräche geführt, um auch Schnittmengen auszuloten. Ich sehe tatsächlich eine kleine Schnittmenge zwischen verschiedensten Fraktionen und Stadträtinnen und Stadträten und sehe heute die Grundsatzentscheidung zwischen Verkauf oder Nichtverkauf. Und deshalb möchte ich beantragen, um tatsächlich zu gewährleisten, dass wir heute genau diese Entscheidung treffen, einen Antrag auf punktweise Abstimmung, und zwar den Antrag der Grünen-Fraktion, dort Punkt 1 gesondert.
Das würde also auf dem, was Herr Lichti sowieso beim grünen Antrag gesagt hatte, den Punkt 1 und dann die Punkte 2, 3, 4 und dann 5. Vielen Dank. Wir haben also drei Tagesordnungspunkte, die abzustimmen ist. Zunächst von der Abstimmung sehr einfach, der Tagesordnungspunkt 23, wo es einen federführenden Ausschussbericht gibt. Dann den Tagesordnungspunkt 24, wo wir zunächst den Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke abstimmen. Dann den Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen und zwar in drei Abschnitten. Erst Punkt 1, dann die Punkte 2 bis 4. Und dann in Punkt 5. Als nächstes kommt der Antrag von Herrn Lichti, dann der Ergänzungsantrag CDU und wenn der bestätigt sein sollte, dann den so geänderten Ausschussbericht. Beim Punkt 25 ist es so, dass es einen Fraktionsantrag gibt, Fraktion Die Linke. Da gibt es auch keine sonstigen Antrag dazu, sodass wir hier nur diese Einzelabstimmung haben. Soweit sind wir uns zum Gang der Abstimmung einig. Ich sehe hier keine Fragen oder Widerstände, treten also in das Abstimmungsverfahren auf. Ich rufe im Tagesordnungspunkt 23 zur Abstimmung den Bericht des federführenden Ausschusses. Darf ich um Handzeichen bitten, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 68 Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so bestätigt. Damit kommen wir dann zum Tagesordnungspunkt 24 und wie angekündigt hier zunächst den Ersetzungsantrag der Fraktion Die Linke. Ich darf Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 27 Ja-Stimmen, 41 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann zum Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Zunächst den Punkt 1. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 34 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung wegen Stimmengleichheit abgelehnt. Dann die Punkte 2 bis 4 aus dem Antrag. Bitte hier um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist ebenfalls 34 zu 34 ohne Enthaltung abgelehnt. Und schließlich den Punkt 5 aus diesem Antrag. Bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem ist bei 67 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme ohne Enthaltung zugestimmt. Wir kommen dann zum Änderungsantrag von Herrn Lichti. Bitte sehr, Frau Vorsitzende, mitten im Abstimmungsverfahren ist es schwierig, wenn es jetzt nicht unmittelbar die... Bitte? Nein, Erklärung zum Abstimmungsverhalten...
Okay, gut. Wenn es sich unmittelbar darauf bezieht, dann ja, ja. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich habe den Eindruck, dass wir für diesen Änderungsantrag die Zählung bei den ersten Punkten noch mal wiederholen müssen. Abgesehen von der Tatsache, dass ich den Eindruck hatte, dass in einigen Reihen möglicherweise nicht korrekt gezählt worden sein könnte, glaube ich, dass das hier auch wirklich eine namentliche Abstimmung verdient. Gut, Antrag auf Wiederholung der Zählung. Zu welchem Punkt, Frau Frohwieser? Gehen Sie bitte nochmal ans Mikro, damit es alle hören. Zu Punkt 1. Frau Frohwieser beantragt Wiederholung der Zählung zu Punkt 1 aus dem Antrag Bündnis 90 Die Grünen. Wiederholung der Zählung erfolgt durch namentliche Abstimmung, in die wir jetzt eintreten. Herr Dussmann, bitte. Frau Arnert. Ich darf Sie bitte alle bitten, jetzt besonders ruhig zu sein, gerade wenn, obwohl ich das so nicht sehen kann, das Abstimmungsergebnis angezweifelt wird, ist es wichtig, dass wir das jetzt hier ganz geordnet über die Bühne bringen und die Akustik in der Halle ist schwierig. Insofern bitte nochmal volle Konzentration und dies bitte mit Ausnahme des Zählteams sehr ruhig. Bitte. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jähne, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmar, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Grause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, nicht da, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Schanetzki, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow.
In der Wiederholung der Zählung hat sich das Ergebnis von 34 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung und damit einer Ablehnung des Antrages bestätigt. Wir kommen damit zum Antrag von Herrn Lichti und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem Antrag die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Antrag ist bei 34 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann zum Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion. Ich darf Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Antrag hat bei 40 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gewonnen. Und wir kommen nun zur Schlussabstimmung beim Punkt 24 zum so ergänzten Ausschussbericht. Und ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Nein, Stimmen brauchen wir noch, genau. Entschuldigung, ja, alles gut. Und die Enthaltung. Ich hatte gedacht, Sie zählen schon mal. 40 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, ist das so bestätigt. Damit ist der Tagesordnungspunkt 24 absolviert. Und wir kommen zur Abstimmung zum Punkt 25, vorher eine persönliche Erklärung, Herr Mattis. Nein, ich bitte auch hier um namentliche Abstimmung, und zwar gemäß unserer Geschäftsordnung zur Dokumentation des Stimmergebnisses für die Öffentlichkeit. Gut, wir haben das gerade schon mal praktiziert, das werden wir nochmal machen, bitte sehr. Frau Arnert. Frau Apel, Herr Aschenbach, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jähne, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmar, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Frau Graul? Nicht mehr da. Herr Hannisch? Herr Hannisch? Frau Hanser? Herr Hase? Herr Hecht? Frau Holowenko? Herr Kaden? Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz,
Herr Lichti? Herr Lommel? Herr Löser? Herr Maloney? Frau Marschner? Herr Mattes? Frau Mühle? Herr Müller? Frau Nikolov? Nicht da. Herr Nitsche? Frau Dr. Osiander? Herr Pinkert? Herr Rentsch? Frau Scharnetzky? Frau Schewe? Herr Schlick? Herr Schmählich? Nicht da. Herr Schmidt? Herr Schollbach? Frau Dr. Schöps? Herr Dr. Schulte-Wissermann? Herr Schulze? Frau Siebeneicher? Frau Sturm? Herr Vetterlein? Frau Dr. Vogel? Frau Wagner? Frau Walter? Frau Wendt? Herr Wiedemann? Herr Wirtz? Herr Zastrow? Die Wiederholung der Zählung hat ein Stimmergebnis von 39 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ergeben, sodass hier die Abstimmung beendet ist und der ergänzte Federführendeausschuss. Herr Engel, nochmal zählen können wir nicht, aber... Nein, auch im Namen meiner Fraktion eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Im heutigen Rat ist deutlich geworden, dass es für eine, ich sag mal so, positive Vision, was man mit dem Sachsenbad jenseits des Verkaufs machen kann, offenbar keine Mehrheit gibt. Ich habe zuvor auch in unserem Redebeitrag für die Fraktion klargemacht, dass es für uns aber auch keine Option ist, hier wieder mal gar nichts zum Thema zu beschließen und im Status quo zu verharren, den wir hier seit 27 Jahren auch haben. Deswegen haben wir jetzt letztendlich sehr schweren Herzens dieser Vorlage der Stadtverwaltung auch zugestimmt. Vielen Dank, Herr Engel. Wir kommen damit zum dritten Tagesordnungspunkt, das Sachsenbad betreffend. Das ist der Punkt 25, der Fraktionsantrag Die Linke. Ich darf Sie hier um Ihr Handzeichen. Ja. Ganz grundsätzlich kann sich nach dem vorherigen Abstimmungsergebnis das Thema der Erledigung stellen. Wenn die Fraktion das entsprechend erklärt, dann müssen wir nicht normal abstimmen. Herr Schollbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, die Entscheidung des Stadtrates ist jetzt gefallen. Insofern könnte man das jetzt wiederholen. Ich denke, das würde am Ergebnis nichts ändern. Ich will aber auf Folgendes aufmerksam machen. Üblicherweise ist es ja so, wenn ein Investor an einem Objekt ein Interesse hat, dann kommt er zu den Fraktionen, stellt dieses vor, wirbt darum. Das ist alles nicht passiert. Ich habe große Zweifel, ob dieser Investor tatsächlich überhaupt noch dieses Sachsenbad kaufen will. Warten wir mal ab, was sich aus diesem Beschluss überhaupt ergibt. Und schauen wir mal, ob wir uns nicht in einigen Wochen hier erneut zu dieser Debatte treffen werden und dann ganz andere Entscheidungen treffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schollbach. Der Punkt 25 ist insofern dann erledigt. Wir tauchen dann in der Tagesordnung wieder auf. Wenn ich auf die Uhr schaue, mit ungefähr 20 Minuten Sitzungszeit schaffen wir nicht mehr alles. Ein Geschäftsordnungsantrag, Frau Wagner. Ja,
Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kollegen, wir bitten darum, den Tagesordnungspunkt 16, das ist der Neubau der Orang-Utan-Anlage, nach vorn zu ziehen. Hier steht wirklich ein zeitliches Problem dahinter und auch, sage ich mal, Geld, weil dort schon viele Vorbereitungen getroffen sind, wir heute schon relativ spät sind und es wäre wirklich sehr wichtig, dass wir diesen Punkt heute behandeln und deswegen bitten wir darum, das jetzt noch zu tun. Frau Filius-Jener als Gegenrede. Also ich möchte eine Gegenrede halten, weil es gibt also wirklich einen Punkt, den wir schon durch alle möglichen Schleusen geschleust haben und der aber auch wirklich haushaltsrelevant ist, das sind die Parkgebühren. Das ist der Punkt 11, der durfte ja auch inzwischen ausdiskutiert sein, sodass man nur darüber abstimmen muss. Also ich würde den auf jeden Fall als nächstes behandelt haben wollen und von daher gegen Frau Wagner stimmen, dass die, danach kann es von mir aus ein anderer Punkt sein, aber ganz zentral ist Punkt 11. Also Sie würden die Reihenfolge vorschlagen, 11 und dann 16. Ja, die gibt es. Also es gibt den Geschäftsordnungsantrag von Frau Wagner, den Tagesordnungspunkt 16 vorzuziehen. Frau Filius-Jene schlägt in Form der Gegenrede vor, den Punkt 11 und dann 16 zu behandeln. Gibt es weitere Anträge, damit wir das sortieren können? Herr Dr. Schulte-Wissermann. Also ich gebe erstmal zu bedenken, dass der Top 16 lange dauern wird. Das nur, um das einzuordnen. Und da jetzt zwei Anträge da sind, na gut, machen wir es mal. Er wird lange dauern. Gut, inwieweit erlangt wird, hängt natürlich von der Konstruktivität der Mitwirkung und der Beschleunigung ab, insbesondere wie lange wir über die Geschäftsordnungsreihenfolge jetzt sind. Es sind zwei Punkte, die in der Tat auch aus Verwaltungssicht hier zu berücksichtigen sind. Neben dem Umstand der Tragweite des Tagesordnungspunkts 16 haben wir dadurch, dass der Tagesordnungspunkt 10 die Aufhebung der Unterbringungssatzung beschlossen hat ohne Debatte, den Punkt 9 aber nicht ohne Debatte hatten, den Zustand, dass wir dann keine Unterbringungssatzung auch haben. Dadurch, dass er ursprünglich ohne Debatte war, eine Fraktion Redebedarf signalisiert hat, gehe ich davon aus, das ließe sich schaffen, wenn diese eine Person, die reden wollte, dann auch redet. Aber das halte ich schon sachlich für sehr wichtig. Und bei der Parkgebührenbeschluss ist es dadurch, dass es eine Korrektur des Stadtratsbeschlusses ist, mit unmittelbarer Haushaltsrelevanz aus Sicht der Verwaltung auch wichtig. Inwieweit das dort länger dauert wegen der Änderungsanträge, müsste man dann auch sehen. Ich kann es jetzt von meiner Seite nicht beantragen. Ich würde es aber durchaus anregen, dass wir auf jeden Fall, weil er definitiv kurz ist, den Punkt 9 auch erstes nehmen und hätte dann gerne noch mal einen Vorschlag, ob wir eine Reihenfolge hier schon noch reinbringen sollen. Herr Krüger, war das noch ein Vorschlag? Sehr ungewöhnlich das Verfahren, Herr Erster Bürgermeister. Es gibt einen Antrag meiner Kollegin Anke Wagner, Geschäftsordnungsantrag, diesen wichtigen Punkt vorzuziehen und den bitte ich jetzt auch entsprechend abzustimmen. Nicht ganz ungewöhnlich, weil es mehrere Anträge gibt, die nicht alle gleichzeitig sind und ich erstmal sortieren muss. Herr Schollbach. Herr Erster Bürgermeister, Sie haben sehr überzeugend dargelegt, aus welchen Gründen heute unbedingt noch der Tagesordnungspunkt 9 behandelt werden sollte. Und deshalb beantrage ich, dass wir jetzt unmittelbar in die Behandlung dieses Punktes einsteigen. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann.
Gut, dann stimmen wir in der Reihenfolge der gestellten Anträge zunächst den Antrag von Frau Wagner ab, als nächsten Tagesordnungspunkt, den Tagesordnungspunkt 16 zu behandeln. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthalten? Enthaltung? Das ist mit 42 Ja-Stimmen, 21 Nein bei 5 Enthaltungen. Insofern wird der Punkt 16 der nächste. Es war dann beantragt, den Punkt 11 vorzuziehen auf Antrag von Frau Filius-Jähne. Wer dem Tagesordnungspunkt 11 als übernächsten Punkt zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Es ist bei 21 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, 13 Enthaltungen abgelehnt. Und dann den Antrag von Herrn Schollbach, den Punkt 10 zu behandeln. Das würden wir dann nach 16 machen. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Punkt 9, Entschuldigung, 10 war ja ohne Debatte, ja. Punkt 9, Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 25 Ja-Stimmen, 41 Nein-Stimmen, einer Enthaltung abgelehnt.